Es ist merkwürdig. Obwohl man keinen Wind sieht, ist es so laut. Tatsächlich hat mich die Zeit, in der ich war, in Ascalon nie hergebracht. Ich kenne mich hier nicht besonders gut aus. Aber jetzt weiß ich nicht, wo der Hund ist. Ach, die habe ich doch vorhin dort vorne abgehalten. Ach, ich rufe mal kurz. Bella! Bella, hierhin! Vielleicht hatte Freddy sie verschreckt. Ich weiß nicht. Freddy wird gerade irgendwo... Auch herumstromern? Ja. Oh, vielleicht stromern die auch zusammen rum. Und ich habe das völlig falsch gedeutet. Aber vielleicht macht es so oder so Sinn, ein bisschen zur Lagermitte zu gehen. Ich denke mal, die meisten werden dort sein. Oh, Bella, Bella, bleib hier. Tatsächlich waren die beide zusammen unterwegs. Aha. Ah, oh, Bella, das hast du gut gemacht. Bist du verletzt? No. Was? Gut gemacht? Ein Flussgirl apportiert? Na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob die den apportiert hat, aber sie hat sich aus dem Kampf rausgehalten. Bella ist nicht zum Kampf abgerichtet, sondern um Sprengstoff zu schnüffeln. So, no. Nicht um Sprengstoff zu schnüffeln, sondern aufzuspüren. Du bist brav. Na, wie, lass dich mal kraulen. Ah, no, und nicht, dass es gibt hier irgendwelche. Klein Eifersüchtelein, Freddy's auch. Habt ihr beide euch denn jetzt mittlerweile angefreundet, hm? Ich habe ja vorhin gedacht, du hast Angst vor der Freddy's. Freddy's dreht sich einfach um und geht. Ich glaube, das ist Antwort genug. Ich glaube auch. Ich gehe mal in die Mitte. Da müsstest du die Geräusche echt nicht aus der Zitadelle gewohnt sein. Das eine Mal, als ich dort war, schien es mir dort nicht wesentlich leiser. Das Wummern und das Schlagen von Kolben, derlei mechanisches Geräusch ist mir überhaupt nicht fremd, no? Aber es hört sich hier die ganze Zeit an, als würde ein Sturm tosen oder eine Brandung, weißt du? Das gibt es in der schwarzen Zitadelle nicht. Das sah recht trocken aus, aber ich glaube, ich habe auch nur den kleinsten Teil davon gesehen. Mhm. Du meinst, ach, Freddy's, von der schwarzen Zitadelle? Ich glaube, Bella ist eine besondere Großzüchtung. Hey, guck dir das an, ich könnte sie bald satteln für mich. Oh, naja, es gibt auch, ich habe in Götterfest eine Taschenhundzüchtung gesehen. Sowas wäre auch nicht besonders praktisch. Ah, no, wobei, die wäre zwar näher am Boden dran, allerdings, wenn es sind irgendwo gut erzogen, muss ich schon sagen. Die geht gut am Fuß, oder wie sagt man das? An der Hand? No, ich habe sie ja nicht an der Hand. Ah. An der Leine auch nicht? Oh, ey. Ich weiß es nicht. Ich bilde mir nicht ein, irgendetwas über Hunde zu verstehen. Ich weiß, wo kommt rein Essen. Ich weiß, wo kommt raus Essen. Und ich habe mir sagen lassen, welche Befehle ich geben soll. Bella Komi ist einer davon. Ich könnte es dir auch nicht sagen. Und aus ist auch einer davon. Und such und guck mir. Oh, ey. Sowas halt. Ich habe Madame Rani gehört. Ah. Oh, und Monsieur Luke ist auch da. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Monsieur Kurok, Madame Rani. Ah, Rihanna ist auch da und Luke, auch euch schön zu sehen. Ich hoffe, ihr seid ruhig angereist. Und ich hoffe, ihr habt die Wegmarke genommen. Ich habe mich mehr auf mein Gut ja, durch eure nicht die Wegmarke, sondern an recht Seite zu wissen. Mich mit einer Karawane hier durchgeschlagen, aber der Weg war recht gut. Ah, wait, aber ihr habt schon gelesen, dass ich den Aufwand über die Wegmarke erstattet hätte. Ist mir schon klar, aber ich wollte lieber mir noch ein bisschen die Gegend anschauen und vielleicht mal
Kräuter sammeln. Ah. Mit, was sich hier noch finden lässt. Maui, wenn ihr das konntet mit etwas Nützlichem verbinden, dann ist es ja gut. Was? Oh, wait, Bella. Das ist Bella. Bella ist unser Sprengstoffspürhund. Hallo, Bella. Wow. Dann bist du jemand ganz Wichtiges. Oh, wait, huh? Ich muss auch sagen, das ist eine besondere große Züchtung anscheinend. Und ich habe mir gedacht, dass es macht Sinn, einen Sprengstoffspürhund mitzunehmen, nachdem die Separatisten bestimmt eine gute Prise Sprengstoff an ihren Klamotten immer tragen. Das ist, ja. Und sollten wir uns dem Gebiet von Separatisten nähern, kann hoffentlich Bella uns darauf hinweisen. Wir werden auf jeden Fall einen Speer von der Asche-Legion treffen. Ich glaube, ein Mission... Oh, ich weiß gar nicht. Narim? No, ich weiß es gerade nicht. Ich werde ihn erkennen. Ich hatte schon das zweifelhafte Vergnügen auf einer Brücke. Damals habe ich mich ausgegeben als eine Söldnerin. Aha. Einige wissen das vielleicht noch. Und Monsieur Kurok weiß das noch. Und Madame Rani war auch da, oder? Oh, ja. Ihr hattet euren Schützling dabei von der Blutlegion. Ich weiß nur nicht mehr, wie er hieß. Brandhirn könnte es gewesen sein. Ah, Brandhirn. Stimmt. Das war Monsieur Brandhirn. Oh, Hirnbrand, ich weiß noch. Ich habe mich da einmal ein bisschen in ein Fettnäpfchen getreten, weil ich habe Brand und Hirn falsch durcheinander geworfen. Madame, Isabella, ihr seid auch gekommen von den Wachsamen. Ich bedanke mich sehr herzlich. So wie auch ich sehe, Monsieur Calvin ist auch da. Monsieur Calvin, freue mich auch, euch zu sehen. Riecht ein bisschen nach Sumpf. Seid ihr öfter in Sumpfen unterwegs? Der brummelige Melvari. Er versteht sein Handwerk. Hallo Isabella. Hallo Lu. So, dann weiß ich nicht. Freut mich, wieder zu sehen. Monsieur Kurak, was ist mit Madame Riva? Wollte die auch kommen? Oh, sie ist leider ein bisschen verhindert. Oh, wait, gut. Aber ja, dann, sie muss da ein paar Sachen dann weiß ich also Aufklärungsmissionen und so. Aha, dass ich nicht muss auf sie warten? Nee, aber ich habe eine andere Verstärkung mitgebracht. Ah, wait, wen denn? Corissa Nebelauge. Sie ist eine ehemalige Asche-Legionärin. Ah, wait, ihr kennt sie aus eurer Zeit bei der Asche? So ähnlich. Mhm. Wir haben sie vor kurzem erst gerettet und jetzt ist sie leider ein Kladium, aber ihre Fähigkeiten sind sehr außergewöhnlich. Mhm. Nun, dann freue ich mich, sie kennenzulernen. Ich bin auch äußerst angetan davon, dass alle meinem Aufruf gefolgt sind, nicht ihre offiziellen Uniformen zu tragen. Gut, nur einem einer muss ich das nicht sagen. Der sieht immer unoffiziell aus. Wer meint? Der sieht immer wie ein offizieller einer aus. Ne, solange es nicht zwielichtig ist. Gut, dass mich dabei zu haben. Du und zwielichtig? Ja, ihr redet nicht viel und ihr wisst, worauf es ankommt. Der lichteste Fels in der Brandung, no, du nicht. Treffen und die Mission zu Ende bringen. Gut, hey. Dann werde ich nochmal ein kleines Ründchen machen und schauen, ob dieser Monsieur von der Asche-Legion, unser Führer, ist da. Ich bin gleich wieder zurück. Bella, bleibst du bei einer? Bella? Schau, das ist einer. Schau, das hier. Guck mal. Komm her. Sehr brav. Oui. Bleib schön bei einer, oui. Ich bin gleich zurück. Oh, wait, dann schauen wir mal, ob wir noch haben irgendwo ein verirrtes Schäfchen. Hierher. Schafe in einem Schale, aber... Okay. Ah, schade. Dann haben noch ein paar Leute jetzt ganz kurzfristig abgesagt. So, das bin ich. Das ist Ingo. Das ist... Bella, das ist Rani, das ist Calvin,
Okay, gut, Motive wird nicht hier mitlaufen. Das ist Carsten, das ist Ria, das ist Isabella, das ist Aina, das ist Luke, das ist Mute und das ist Corissa, die ich jetzt noch nicht gesehen habe. Narim, Pia, muss ja dann irgendwo sein. Moment. Ist noch irgendwo ganz anders auf der Welt. Tipper mit Felice noch gar nicht alles aufgedeckt hier. Ah, okay. Müsste irgendwo hier dabei sein. Ach, da ist Corissa Nebelauge. Ja, dann habe ich die jetzt gerade eben verpasst. Na egal, ist nicht so wild. Riad, falls dein Guild Wars 2 gleich geht, wie du erklären kannst, dass Joschka dann uns einholt. Ja, Joschka weiß ja, wo es hingeht. Ungefähr, ne? Ich nehme an, der wird sich durchgefragt haben nach der etwas größeren Gruppe aus unterschiedlichen Völkern. Und dann werden ihm die Char schon gewiesen haben, in welche Richtung die gegangen sind. Ne, also, Joschka braucht, glaube ich, nicht nach den offiziellen Uniformen von Ebon Vorhut, Seraphen, Wachsam etc. fragen, denn die haben die alle nicht an. Aber nach so einer gemischten Gruppe von etwa 10 Personen oder so mit Tieren und so weiter. Ich glaube gerade Kelvin mit seiner Spinne ist relativ auffällig. Also ein Silvari mit einer Spinne ist dabei. Der glaube ich auch wirklich immer einen Mundschutz trägt insofern. So. Ich denke mal, das sollte so funktionieren. Lass mich mal ganz kurz gucken. Der Ahak ist nicht da. Glaube ich. Nee. Okay, alles gut. So. Irgendwo dort, nördlich dieses Sees, soll es sein. Allerdings werden wir garantiert nicht durch diesen See schwimmen. Und abgesehen davon, dass unsere Rüstungen das nicht mitmachen, ist dieser See voller Öl. Es ist widerlich. Ist er das vielleicht? pardon? Pardon? Der Herr, Verzeihung. Die Stimme kenne ich doch. Okay, die Stimme kenne ich doch auch. Glaube, auf euch habe ich noch gewartet, beziehungsweise nach euch Ausschau gehalten. Sag bloß, ich soll euch hier durch die Gegend jagen. Away, man sagte uns, ein Monsieur von der Asche-Legion. Ich suchte jetzt die ganze Zeit die Gegend nach einigen dunklen Kleidungsstücken ab. Und ich dachte mir, away, so wie ihr da sitzt, vielleicht spreche ich euch einmal vorsichtig an. Und dann sehe ich, dass ich euch doch auch kenne. Wir haben uns doch schon gesehen. Ich glaube, in der Eisenmark, away. Verflammt, ja, das war da. Away. Gut, dann, wenn ihr vielleicht wartet hier, dann hole ich den Trupp, denn es scheinen bereits alle soweit da zu sein. Ist es richtig, dass sich das Separatistenlager befindet nördlich von hier? Ja. Wollt ihr schwimmen oder wollt ihr zu Fuß gehen? Ah, no, ich glaube, wir gehen zu Fuß. Wir sind leider nicht ganz so flexibel gerüstet wie ihr. Einige tragen doch Rüstung, so wie ich mit Ketten und Plattenanteil. Naja, dann müssen wir einen Umweg gehen. Naja, hoffentlich sind die zu Fuß gut. Ich glaube, da gibt es keinerlei Befürchtungen. Gut, dann werde ich sie eben holen. Gut. Wie war noch gleich ihr Name? Naha Ascheklaue, immer noch. Naha Ascheklaue, wait.
Ich weiß nicht, ob ihr euch noch könnt erinnern an meinen Namen oder ob ich euch den überhaupt hatte gesagt. Mein Name ist Felice der Wolfen. Ja, irgendwie klingelt da was. Okay, dann ist gut. Zumindest die, die mir noch ein Bier ausgeben wollte. Ah, okay. Ich habe das nicht vergessen. Nur nachdem wir beim letzten Mal so fürchterlich am Ende noch in diesem diesem Stützpunkt aufgerieben wurden von den Oganway, haben wir, glaube ich, alle etwas anderes im Kopf gehabt. Naja, ich weiß. Na, dann sammelt euren Truppen ein. Ich bin dabei. Das ist so komisch, Felice mit einem anderen Schild zu sehen, ne? Die hat sogar eine andere Waffe. Guck mal hier, ich habe eine Rinnklinge. Die sind aber eigentlich sogar ganz hübsch. Guck mal, die ist geätzt hier. Oh. Oh, Bella, Bist du nicht beim Einer geblieben? Na komm, wir gehen und holen alle, hui? Komm, Bella. Stimmt, naha, Ascheklaue war das. Ascheklaue. Ja. Wir werden es gleich da rausfinden. Ist ja Feldwebel, der Wolf. Vielleicht ja. Solltest du dir so einen Madame Rani? Hat die eine Hundeallergie? Halt das so ein Tuch vor die Nase. Oder eine De Wolfenallergie? Ich glaube, wir sollten Bella und Rani auseinanderhalten. Rani möglichst weit auseinander positionieren. Oh, Bella! Oh. Ui, ich glaube, die weiß, was los ist. Schau dir das an. Das ist mir ja mit noch keinem Hund passiert. Oh, wey. Das wird ein... Oh, na, wunderbar. Vielleicht irgendeine... Ich habe Monsieur Ascheklaue getroffen. Diese braun. Warum heißt die Ascheklaue? Hattest du die Sprache verschlagen? So ungewöhnlich ist das nicht. Oh, wey. Schau dir Bella an. Die hat mir gerade die Sprache verschlagen, wie die da vorne jetzt steht. Ja, wenn eine große Katze anfängt zu brüllen. Ui, das stimmt. Also, so wie das teilweise klingt, glaube ich fast der Theorie mit dem Kopf abbeißen. Kopf abbeißen? Naja, wenn sie niest. Soweit wie Rani das Maul aufreißt, ich würde meinen Kopf nicht reinlegen wollen. Mhm. Gut, ich habe Monsieur Ascheklaue gefunden. Der wird uns führen. Er hat mich gerade gefragt, ob wir wollen schwimmen, das habe ich verneint. Und dafür werde ich jetzt eben alle Leute einsammeln. Ihr könntet schon einmal Richtung der Wegmarke gehen. Da treffen wir uns dann mit ihm. Ich gehe mal mit Bella vor. Bella, komm mit. Kyrok? Das war auch total schädlich. Ja. Wir werden uns jetzt zur Wegmarke begeben. Dort werden wir noch einmal kurz etwas besprechen. Dort werden wir unseren Speer von der Asche-Legion treffen, der uns den Weg zu dem Separatistenlager zeigen kann. Dass ihr euch schon einmal in diese Richtung... Madame? Seid ihr Madame Corissa, von der Monsieur Kyrok hat gesprochen? Ja. Seid ihr blind? Nein. Oh, wait, gut. Ich hatte gedacht, weil ihr tragt ein Tuch über den Augen. Aber manchmal blendet sie das Licht. Für Menschen sehe ich vielleicht blind aus, aber ich kann in der Tat schon gucken. Oh, wait, dann ist gut. Ich wollte es nur wissen, ich weiß, mit euren vier Ohren hättet ihr euch garantiert anderweitig orientieren können. Ich wollte es nur wissen. Okay, gut. Also, wir treffen uns in Richtung dieser Wegmarke mit unserem Führer, Monsieur Naha Ascheklaue. Deswegen würde ich euch bitten, dort schon einmal hinzugehen, dann besprechen wir kurz, wie wir anreisen werden. Das ist gut. Ich habe mich sowieso gefragt, wann wir den Plan besprechen. Ah, okay. Gut, ich mache noch mal ein kleines Ründchen. Ich glaube, es ist niemand mehr hier. No? Keiner mehr da. Na dann. Übrigens, hallo, kleine Mietze-Matze. Grüß dich.
Sunny hat sich angehört wie SpongeBob, als er den Blubber hatte. Den Blubber hatte. Ich guck mal kurz auf die Karte. Ja, es ist keiner mehr da. So. Hallo Bella. Oh wait, hat die große Katze, Miezekatze, einen Schnupfen wegen dir? Was? Hm. Oh je. So, schafft doch so ein Viech ein. Ah. Naja. Monsieur Ascheklaue. Wir sind dabei mit dran zu gewöhnen, dass ich die Stimme von Geistern gehört habe. So, traurig das Gefühl. Nicht eingebüßt hat, Rani. Hm? Oh wait, vielleicht machen wir einmal einen kleinen Kreis. Wen meinst du? Bitte, hier vorne. Nicht zu groß, damit nicht zu viele Ohren unseren Kreis durchdringen können. Aue, erst einmal bedanke ich mich sehr herzlich, dass ihr seid alle gekommen. Und, Aue, den Ernst der Lage sicherlich kennt. Die meisten von euch haben mich schon das ein oder andere Mal begleitet. Ob es sind wachsame Ebon Vorhut, Seraphen oder private Personen wie zum Beispiel Madame Rani oder einer. So wisst ihr auch, was für Gefahren vor uns liegen können. Wir sind erstens in Schargebiet und die Natur ist sowieso schon recht rau. Aber die Separatisten, die nicht nur den Menschen, sondern auch natürlich ganz besonders den Schar sehr schwer zu schaffen machen, sind hier in dieser rauen und unwirtlichen Gegend ganz besonders aggressiv, insbesondere da wir mitten im allertiefsten Schar-Territorium sind und sie hier kaum mehr anderen Menschen begegnen. Außerdem haben sie hier ziemlich viele Felsvorsprünge, zerklüftete Höhlen und so weiter gefunden, in denen sie sich hier häuslich niederlassen konnten, in denen sie sich besonders gut auskennen und wir eben nicht. Unser Führer von der Asche-Legion ist Monsieur Naha Ascheklaue, der uns schon einmal geführt hat, als wir ein Separatistenlager ausgespäht haben. Danke, dass ihr uns zur Verfügung steht für dieses Unterfangen. Es ist mir eine Ehre, euch zu treffen. So. Habt ihr sonst nichts zu tun? Na, Monsieur Kurok ist auch von der Asche-Legion, genauso wie Madame Corissa. Zumindest ehemalig, wenn ich das habe richtig verstanden. Ja, jawohl. Ja. Gut. Wir haben einen Heiler dabei. Das ist Monsieur Luke, wenn ihr vielleicht einmal kurz würdet in die Mitte treten, damit jeder kennt euer Gesicht. Das ist sehr wichtig. Natürlich. Das ist der Mann, dem heute auch ein sehr großes Augenmerk gilt. Nicht nur dem Schutz der ganzen Gruppe, sondern ganz besonders diesem Mann. Denn wenn uns irgendetwas passiert, ist er der Erste, der uns aus dem Sumpf ziehen wird. Wir haben einen Spürhund dabei. Das ist die liebe Bella. Das ist dieser schwarze, große, kreitanische Hund. Sie wird anschlagen, sehr wahrscheinlich, wenn wir in die Nähe von Separatisten kommen. Denn wie wir alle wissen, Separatisten haben ein besonderes Faible für Sprengstoffe. Ein sehr ungesundes, leider. Aber sie ist darauf trainiert, Sprengstoffe aufzuspüren und uns deswegen zu warnen, bevor wir in die Nähe der Separatisten kommen. ansonsten besteht unser Trupp aus ausgebildeten Kämpfern durch und durch. Vielleicht abgesehen von Madame Rihanna, die der Ebon Vorhut noch nicht so lange beiwohnt. Und die, das möchte ich niemanden hier vorenthalten, persönlich betroffen ist von der Suche nach dem verschwundenen Informanten, weil es sich um ihren Bruder handelt. Deswegen aber, Madame Rihanna, können wir nicht euer Kindermädchen sein. Und wenn ihr merkt, dass es zu viel für euch wird, muss ich darauf vertrauen, dass ihr es mir sagt, damit ich euch rechtzeitig in Sicherheit bringen kann. Ich verspreche es, ansonsten werde ich in der Nähe von Luke bleiben und nicht nach vorne rennen. Wait, das ist gut. Wir werden nicht durch den völlig verschlagten See, der dort hinter uns liegt, reisen. Denn die Rüstungsteile würden es uns nicht danken. Wir werden wahrscheinlich außenrum anreisen. Monsieur Naha Ascheklaue wird uns da sicherlich eine passable Route finden. Niemand von uns kennt das Lager. Ich weiß nicht, ob Monsieur Ascheklaue hat eine Beschreibung des Lagers. Wir müssen es wahrscheinlich selbstständig ausspähen und dann einen Plan
entwickeln, an die Gefängnisse heranzukommen und zu schauen, ob Monsieur Ayada ist dort. Da ist ein Trupp, glaube ich. Ah, da ist ein Trupp. Den kann nur fragen. Die sollten mehr wissen. Ah, wait, das ist gut. Wunderbar. Dann würde ich einmal ganz kurz... wir werden jetzt keine ganz klare Aufstellung machen. Wir sind ein Trupp aus... sagen wir Freunde. Wir haben kein bestimmtes Ziel. Wir sind alle in der Lage, uns zu verteidigen. Wir sind alle in der Lage, selbstständig eine Formation zu halten, die nicht zu lose ist. Ich werde jetzt keinen Trupp aufstellen, in dem bestimmte Waffen vorne oder hinten sind. Nur Monsieur Luke, den bitte ich, in der Mitte zu gehen. Natürlich. Okay, gut. Dann, Monsieur Ascheklaue, gebe ich das Wort jetzt an euch. Naja. Ja, rechnen mit allem. Wenn es brennt, draufhauen. Wenn es rote Klamotten hat und brennt, doppelt draufhauen. Oh, wait. Das ist dann die Feuerlegion. Richtig. Gut. Ja, wie gesagt, Ascheklaue, wie gesagt, den Trupp vergessen wir mal. Naja, wenn irgendwas ist, wenn irgendwem was fehlt, laut schreien. Wer nicht schreit, bleibt liegen. So, noch irgendwas? Ja. Fragt jetzt später. Genau. Hier in der Gegend so oder so. Okay. Nun dann. Gut. Alle beisammen, die Bogenschützen. Naja, bisschen weiter hinten, aber ihr solltet ja kennen, wie es geht. Ich gehe vor. Naja. Schauen wir mal. Und wenn einem die Füße wehtun, machen wir Pause. Nicht jammern. Naja. Ja, dann mal los. Ich hoffe, es haben alle gutes Schuhwerk. Bella, komm mal zu mir. Wir gehen ein bisschen weiter weg von Madame Rani, oui? Nicht nötig. Gute Füße gehen, ah, oui, was? Oder? Ach, ihr habt ja jetzt einen... Hat einen Mundschutz. Ihr habt euch einen Mundschutzgurt. Eine richtige Atemmaske. Oui, dann, Bella, schau mal, was ist das denn? Ist das der Hund von Monsieur Kurok? Nein, das ist nicht mein Hund. Wessen Hund? Ach, Madame Isabella hat einen Hund mitgebracht. Ist das auch ein ausgebildeter Hund? Nein, aber er unterstützt mich. Ah, na dann, wey. Was haben wir denn da schon für ein Problem? Er ist auf seiner Besatzung. An Skale. Ach, Skale, wey, gut. Was? Es gab nur eine kurze Verwirrung wegen Skalen. Sieht euch. Nee. Gebt mir Deckung! Hat jetzt schon Verluste? Ah, no, ich glaube nicht. Ich glaube, Madame Corissa ist ausgerutscht. Mann. Ich hatte gerade erst gedacht, dass sie vielleicht blind ist. Ah, wait, das stimmt. Dann fahrt die Krallen aus, wozu habt ihr das wenigstens? Was müsst ihr nicht mir sagen? Sagt das den Menschen, die haben keine. Naja. Gut, dass er kein Blut lässt. Ich möchte anmerken, dass ich nicht bin ausgerutscht. Ich würde mir einen Kommentar auch kurz sparen. Was ist? Und wie geht's auch in so einem Corissa? Achtung, Frontal. Ich hab seitdem wir uns gesehen haben, nichts mehr von ihm gehört. Oh. Wann ich gerade und ich frage mal, ob er wieder zur Blutlegion will oder nicht. Als ob. Sind eigentlich alle gekommen, die du angeschrieben hast? Nein, no. Madame Riva ist nicht gekommen. Sie ist wer rennt denn da hinten noch? Anscheinend ach, kurzfristig verändert. Ach, der Joschka! Joschka? Monsieur Fischer? Was? Madame de Wolfin, ich würde gerne noch mitkommen. Ah, wey, ihr seid herzlich eingeladen. Ihr wart ja auch schließlich angeschrieben worden. Ja, es seid ihr aufgehalten worden? Ja. Freut mich. Schmerz. Sehr schön. Was ist denn das? Oh. Flammenlegion, haut drauf, Leute. Oh, wey. Ah, das ist das Rot, das die Flammenlegion trägt, wey. Fall zu Asche, ihr Penner. Das ist gut, es hat mich nur von den Beinen gezogen. Nicht nur euch, Rihanna. Nicht nur euch. Aha. Also das ist das Rot, was wir, worauf wir achten müssen, oui. Genau. Ist denn das der Weg, auch den wir gehen wollen? Monsieur, Naha? Wir sollten immer in alle Richtungen gucken, schätze ich. Hier oben müssten wir schwimmen. Oh, okay, gut.
Das Öl mag zwar vielleicht für Metallrüstung gut sein, aber aus dem Fell geht's scheiße raus. Das glaub ich. Nicht gerade die Hautbehandlung, die mir noch stehen würde. Ah, weh. Dabei, Madame Rihanna, soll Öl ja gut für den Ton sein. Hm, ich hab gehört, das ist alles für die Bartpflege. Bin mit meiner Haut voll. Für die Bartpflege? Achtung, links brennt's auch. Wir können das mal ausprobieren, die Bartpflege mit Öl. Gegend sieht furchtbar aus hier. Ach so, na dann. Was erwartest du von einem Vulkan? Gott, das Land. Ah, das ist die Flammlegion. Ah, vorsichtig, überall. Hier sind. Zügelt es auf dem Boden? Elementare oder was ist das? Das sind Flammenelementare. Okay. Passt auf, dass euch nichts verkohlt. Den Bogen eingepackt. Und aufpassen. Wild und immer bereit zum Ermitteln. Willkommen zurück, Ermittler. Hallo Golgari, vielen herzlichen Dank für deinen Resub. Dankeschön. Auch so, im 22. Monat dabei. Auseinandergezogener Trupp. Ich glaube, die haben. Haben die sich Ärger angehandelt? Ne, die haben sich mit den Flammenelementaren angelegt. Oh nein. Hey, durchgefroren bis auf die Knochen. Noch einer. Eieiei, was haben die denn für einen Grünschnabel? Verflammt. Madame Corissa, ihr nehmt mal besser meine Hand. Hat sich irgendjemand Verbrennungen zugezogen? Wir sollten das. Könnt ihr so weit gehen, dass wir das Gebiet verlassen können? Ja, alles gut. Ich kenne mich ja noch nicht aus. Vielleicht am besten auch weiter vorne mitgehen? Ach, voll. Was? Oh, Vorsicht! Bella, fall nicht in das Öl! Oh, Bella, rauf hier! Komm! Nicht in das Öl fallen! Bella! Oh. Alle wieder da. Vorsicht hier. Ich trinke schon. Blöde. Na weh, wir haben es hier vorne eigentlich ganz gut getroffen gehabt. Wir waren so nah am... Oh weh. Nehmen so Dinger auf. Ich glaube, wenn man die irgendwie abschaltet, geht's besser. Und das soll die sichere Route sein. Ne, es ist auf jeden Fall die unschlammige Route. Vielleicht eine sichere als eine andere oder so. Die andere sieht bestimmt verflammter aus. Wo ist der Naha? Der kommt da. Achtung. Sehr vielleicht sinnvoll, wenn er vorgeht. Okay, Mistvieh. Was haben die da vorne in dem... Ihr sollt doch hier aufräumen. Hm? Inwiefern aufräumen? Hier aufpassen. Da oben. Vorsicht, das ist ein Flammenbohrer. Ich habe die da vorne nicht wieder Ärger. Oh. Ja, Achtung, ich gehe mal ein bisschen vor. Ist dieser Stützpunkt da? Gerne. Wird da gerne angegriffen, oder was? Ja. Und von was? Du solltest hier am Boden aufpassen, das sind immer kleine Flämmchen. Nicht, dass da was deine Robe hochklettert und verbrennst oder sowas. Also, oder zumindest. Ich passe schon auf. Gari, hier ist noch Wasserversorgung ist wichtig. Ist dein Schlippi. Nicht wirklich was zum Löschen. Da, guck mal, hier ist noch dein Schlippi. Wo ist Joschka? Dankeschön dir. Viel Spaß wieder. Monsieur Fischer kommt schon nach. Ich hab das letzte Mal schon gesagt, ich hau ihn im Schädel von den Schultern, wenn er nicht aufpasst. Wieso? Der ist doch da. Ich glaube, momentan mehr aufpassen muss zum Beispiel Monsieur Calvin, dessen Spinne, glaube ich, ganz gerne auf die Elementare geht. Hm. Ja, ja. Also die Hunde besser erzogen. Hallo Hiriko, grüß dich. Aber ich glaube, Bella wurde dazu erzogen, sich aus Kampfhandlungen rauszuhalten. Moin. Gut, dann warten wir mal hier. Ich denke, Monsieur Ascheklauer. No. Naha, wird das schon regeln hier in den jeweiligen Stützpunkten. Solltet ihr mal flippen. So weit außen ist, glaube ich, keiner von uns jemals gewesen. Passt auf, da ist es ziemlich nass. Ja. Bei euch alles in Ordnung? Na du, Hiriko. Oh, bis auf. Ja,
Warme Füße, alles gut. Cool. Wenn was ist, du kennst bestimmt nicht. Gerne. Nein, ich habe nur noch keine Ahnung. Oh, schau dir das da vorne an. Monsieur Naha, kann ich euch fragen, was ist das dort für ein Felsen? Was dort vorne geschieht? Das ist eine Mine, auch sehr gerne umkämpft. Eisengewinnung, Metallgewinnung. Wenn ihr da oben hochguckt, da ist ein Transportsystem. Das bringt Metall und Erze rüber. Das ist Sally. Bella. Aber auch gerne umkämpft. Bella. Weil, ja, nicht nur die Eisenlegion, auch die Flammenlegion braucht Metall. Hallo, ich wollte nur sagen, du kannst heute voll auf mich zählen. Ich habe komplette Ausrüstung dabei. Dieses Gebiet hier ist mehr als umkämpft. Gut. Aber wie man sieht, auch deswegen ein bisschen geschützter als das Lager, in dem wir aufgebrochen sind. Die Kanonen sind nicht von ungefähr da. Ich habe auch gerade einen Abschuss gesehen. Gut, ich denke mal, wir sollten uns hier nicht zu lange aufhalten. Wir sind nur wenige Schritte von dem anderen Lager entfernt. Alle sollten genug gegessen und getrunken haben, sodass wir jetzt noch nicht wieder irgendetwas fassen müssen. Selber fast am Verrecken bist. Passt du auf dich auf? Also ich kann die Truppe alleine nicht am Leben erhalten. Monsieur Fischer? Ja? Ja, ihr seid doch heute unterwegs als Sanitäter. Habe ich das gerade am Rand richtig mitbekommen? Richtig. Ich habe meine komplette Ausrüstung dabei. Er wird mir assistieren im Notfall. Das ist gut. Gut, wir werden weitergehen. Bella? Da ist sie. Hallo, alle da? Bisschen aufpassen, hier gibt's Teer-Elementare. Die sind empfänglich für Feuer, aber kleben ganz kräftig. Ich sehe es. Schwierigkeiten haben, oder? Weiß nicht. Testen, ob die durchfliegen oder stecken bleiben. Da vorne kannst du es gleich ausprobieren. Ich probiere es. Das suppt noch nachdem die gestorben sind. Ich glaube, du solltest deine Pfeile nicht an diesen Teer-Elementaren verschwenden. Arg verklebt. Kann sie auf jeden Fall. Sagen wir es mal so: Bei den Feuerelementaren kann ich sie in der Regel auch nicht wieder benutzen. Da sind sie dann verbrannt. Zeit, echten Schaden anzurichten. Wo müssen wir denn jetzt hin, Monsieur Naha? Herrschaftszeiten, Märte. Hast du was entdeckt, Bella? Wo geht's denn jetzt hin? Gang über die kurzen Pfoten. Hier? Ja, hier machst einmal das rüber gut. Und da drüben weiter. Achtung, da kommt was Rotes. Und was Schwarzes. Gut. Und weiter. Merkwürdig. Eigentlich müsste man es langsam gewöhnt sein. Aber es ist, Die lernen's nicht und die anderen gewöhnen sich nie dran. Die Natur und die Als wenn die Flammenlegion jemals etwas gelernt hätte in all den Jahren. Ja, den kann man doch nur wissen, den Schädel einhämmern und meistens platzt er dann. So, jetzt gehen wir hier wieder rüber. Ich würde ja sagen, benutzt eure Nase, aber hier die hat wenigstens einen guten Hammerschwung. Ja. Der Ort ist ziemlich chaotisch. Ich weiß, welches Fell heute Abend ordentlich klebt. Achtung, und da haben wir jetzt unsere Freunde. Na, kommt her, Kinderchen, lasst euch von dem Weibchen vermöbeln. Sehr richtig so. Mal, da hat noch nicht. Naja, Hauptsache Madame Rani hat ihren Spaß dabei. Wenigstens eine heute. Ui, mein Schwert ist schon ganz klebrig von den Elementaren. Ich habe das Gefühl, das bringt gar nichts, wenn ich auf ihn schieße. Also von den Hammern halte ich mich gerne fern, wenn die auf so ein Elementar klatschen. Das spritzt ja bis dorthin. Schau dir das an. Überall diese klebrigen Spritzer. Erzähl das meinem Nacken. Deinem Nacken? Mich hat so ein Mistviech von hinten angespuckt. Oh!
Von hinten haben wir uns schon gekümmert. Sobald wir einen etwas sauberen Fluss haben, kann ich versuchen, es dir wegzuwischen. Sauberen Fluss? Gibt hier immer noch was an. Klar, Miguel. No. Oh, passt auf, meine Pfeile. Geht es allen gut? Der hat dich fast vor der Wolf. Nochmal Flammen, Legion Westen. Ich hab euch nicht gesehen, Monsieur Kyrok. Dort oben ist noch einer. Oh, ey, gut. Wenn eure. Da kann ich mit den Char definitiv nicht mithalten und mit euren Pfeilen erst recht nicht, Monsieur Kyrok. Ja, aber ich glaube, ich hätte eher meine Dolche mitnehmen sollen. Warum? Oh, ich will hier keinen Treffen mit meinen Pfeilen. Oh, wey. Von hinten kommen auch noch Elementare. Vorsicht! Die kriechen hier schneller aus dem Wasser als alles andere. Aber man sieht sie ja auch nicht. Das Wasser ist fast so schwarz wie die Elementare. Ja, dann kleben sie einem auch noch voll. Yep. Die so. Sind also genau ja, schon... Ist das ein... Ich sehe es auch, Wei. Gut. Ich denke da jetzt nicht weiter drüber nach. Das ist ungewöhnlich. Ein Koda beim Holzfällen hier zwischen den Flammen, Wei. Da sind schon wieder Flammen im Boden, Wei. Die Schlacht war. Aber weg müssen sie ja. Die andere Char-Dame. Vorsicht! Und Verschlinger auch noch. Oh. Zeit, echten Schaden anzurichten. Aua. Oh. Die hinterhältige Flammenmagie von den Feuer, von der Flammenlegion passt auf den Boden auf. Mir kommt die Stimme so bekannt vor. Ich kann sie nur vom Riechen. Die Stimme riecht. Ja, ich kann sie nur vom Riechen. Ich bin ja nur zweimal dran. Da oben auf dem Felsen. Ja, was ist mit der Madame? Ah, wait. Einer? Madame Isabella Kyrok, oben ist ein Bogenschütze. Ich treffe ihn von hier nicht. Ich treffe ihn auch nicht. Ja. Achtung. Monsieur Luke! Ihr werdet beinahe über diesen Flammenlegionär gestolpert. Ich pass schon auf, Frau Feldwebel. Also ich kann euch ein Lied davon singen, dass man sich sehr unrühmlich verletzen kann, wenn man über Leichen stolpert. Gerade wenn es halbe Pferde sind. Aue. Du triffst keine Weichen. Ab. Am besten ganz schnell bei den Verschlingern dafür sorgen, dass ihr Schwanz ist ab. Beide Schwänze. Wenn es piekst, war es zu spät. Aue. Das ist eine Weisheit. Bella noch da, Wei. Gut. Du bleibst schön hier auch im Pulk. Was? Ich sehe da was. Vorne ist nochmal Flammenlegion, glaube ich. Achtung, Ermittler ohne Schlüppi. Supp du! Da hat die schlüppilose Hiriko wieder einen ordentlichen Schlüppi. Vielen Dank an den anonymen Geschenkespender, der gesagt hat, supp du, Hiriko. Vorsicht hinter uns. Dankeschön, vielen lieben Dank. Schlinger, vorsichtig. Dir viel Spaß weiterhin. Passt auf, die buddeln sich ein. Und vor allen Dingen mit den Emotes. Jetzt habe ich allmählich hier die Nase voll. Passt bitte auf euch auf, Monsieur Luke. Nicht, dass euch etwas passiert und wir sind noch gar nicht mal da, wo wir hin. Spar dir auch deine magische Kraft ein. Wei, eigentlich, wir haben genug Schützen und genug erzürnte Klauen. Ich hab schon gesagt. Hinter uns. Was willst du denn? Upp. Noch hier geblieben. Glücklicherweise ist ihr Fanatismus größer als ihre Waffenkraft. Das stimmt allerdings.
wie ich immer sage, großes Maul, nichts dahinter. Oh wait, das stimmt auch. Das stimmt auch. Achtung, Achtung, Ermittler ohne Schlüppi. Die sind ja Subtu. So klein, dass sie von hinten angreifen. Genau, Subtu auch, klitzekleine Mietzimmerze. Du brauchst natürlich einen Ermittler-Schlüppi. Ja, das geht ja gar nicht hier. Unterhosen los. Vielen herzlichen Dank nochmal an den anonymen Spender. Und du, herzlich willkommen. Sowohl für dich als auch für Hiriko hier, euer Ermittler-Schlüppi. Dankeschön. Zumindest mache ich das auch besser so. Oh. Was? Minotauren auch noch. Oh. Da kommt schon wieder die Flammenlegion. Da komm, lass uns mal einen Zahn zulegen, bitte. Wo kommt der? Oh. Hat er sich im Boden getan? Oh, da ist noch einer. Bleib bitte ein bisschen mehr zusammen. Aber ich habe mal gelesen, dass man sich als Taktik auch Löcher im Boden gräbt und dann mit Stroh jetzt müssen wir gleich ein bisschen nasse Füße holen. Oh, und was? Nasse Füße? Theorisieren, mehr auf die Umgebung achten. Oh, wait. Okay, jetzt weiß ich nicht, was ist das da drüben auf dem Felsvorsprung? Oder drüben. Das Flammende? Das sind Flammentürme, das ist Abwehr von der Flammenlegion. Also nicht zu nahe kommen, die spucken richtig, aua. Ja, toll. Aua. Ja, man kann sie zerstören mit dem Bogen, das ist am besten. Achtung! Vorsicht! Vorsicht, unsere Schuhe dürften sehr glitschig sein. Nicht, dass hier einer in die Lava rutscht. Dann geht's puff. Oh, hoppala! Und dann ist nicht nur das Fell weg. Es ist sinnvoll, hier gegen den Baum zu knallen. Aua. Feldwebel. Aua. Alles ist gut, ich habe mir nur den Kopf gestoßen. Der Baum ist wohl stabil. Sollte er besser sein. Wenn er hier jetzt noch boah, der Gestank von dem Schwefel. Aber hier ist nicht so viel zu. Da habe ich keine Probleme mit. So, dann müssen wir leider rüber. Also diese Atemmaske ist wirklich was. Bitte nicht! Das Schwefel im Wasser, das wird alles zerfressen. Vor den Mund. Das Wasser wird sehr warm sein, fürchte ich. Ja, ich muss doch irgendwas in meiner Tasche haben. Oh, ich hab auch was. Wenn sogar der... Einfach mal einen... Müssen wir richtig schwimmen, Wii? Gibt es keine Möglichkeit, rüber zu kommen, ohne richtig zu schwimmen? Kann man ein Seil mit einem Pfeil überschießen und sich entlanghangeln? Oh. Oder so? Ja. Aber ich sehe nichts, wo haben wir Dinge, die auf jeden Fall nicht nass werden dürfen? Ja. Das Verbandszeug. Pass auf, Monsieur Luke, ich werde mein Schild nehmen. Mein Schild ist das Holz, es kann schwimmen. Ich werde es nach oben vor mich halten und ihr könnt euren Rucksack oben auf das Schild stellen, Wei? Okay. Wenn wir mal... Oh, wait, dann. Ansonsten kann sicherlich auch jeder Schar jemanden auf den Rücken nehmen. So, dann gib mir mal euren Rucksack, Wei. Ich werde da selber durchschwimmen. Gut. Ja. Ich biete es auf jeden Fall an. Merci. Passt auf, Frau Feldwebel. Ah, Wei, Vorsicht. Glücklicherweise ist es nicht so tief. Oh, ihr Armen, euer Fell. Und schön den Mund zu lassen. Vorsicht, hier kokelt's. Ich weiß nicht, ob das Wasser genug Öl enthält, dass wir... großen Bogen machen, um das... Und fängt an zu brennen. Die Rüstung zwickt. Jetzt ist wenigstens geölt. Monsieur Luke, mach bitte einen Bogen um das Feuer. Nicht, dass ihr fängt an zu brennen. Ja. So, hier ist euer Rucksack. Ich kann einmal ordentlich schütteln. Der ist aber schön trocken. Der ist ordentlich sauber geblieben. Ich kann gerne alle trocknen. Das ist wunderbar. Vielleicht, wenn wir sind etwas weiter weg. Ja, ich möchte nicht unbedingt die Flammen hier weiter. Vorsicht, da sind wieder so Dinger. Schleime. Jetzt schon Schleime. Wie wär's vielleicht hier? Ihr beherrscht doch auch Wassermagie. Wenn ihr so viel alle, Magie könnt, erübrigen. Bitte hierher kommen. Wei. Es gibt hier einmal jetzt ein. Gabeln, Joschka. Einmal frischen Popo für alle. Moment. Zieht euch. Ich gebe euch Deckung, hebt ihr auf. Ist Kelvin auch trocken oder? Das weiß ich nicht.
Die Pflanze wird schon trocken sein. Ach, Madame Corissa. Helf mir! Was mache ich jetzt? So, alle herkommen. Monsieur Fischer, kommt der auch her? Monsieur Kelvin, wenn ihr ein wenig von dem Öl loswerden wollt. Oder auch nicht. Gut. Na denn. Dann. Das wird jetzt gleich. Die fällt bei schwarzen Felder so auf. Hat einen Vorteil. Genau. Oh, wait. Gut. Zumindest trocken. Wait. Merci, Monsieur Luke. Immer wieder gerne, aber ich hoffe, das war die einzige. Oh, no, no, no. Tauchaktion. Oh, Bella, alles in Ordnung? Was ist los mit dir? Alles in Ordnung? Vielleicht hat sie sich vor dem Wind erschreckt. Ah, wait. Dann das wäre gut, wenn es nur das ist. Alle da, keiner verletzt, können wir weiter? Mhm. Ich bin hier. Denke schon. Gute Bella. Ja, soweit ist es zum Glück. Spar dir wirklich die magischen Kräfte ein. Also wenn mich einer fragt, ich glaube, hier und der Brand, ich glaube, das nimmt sich nichts. Vorsicht greifen, die mögen ihre Nester auch ganz gerne. Der Unterschied zwischen hier und dem Brand ist nur, es ist egal, was du tötest, den Brand. Wahrscheinlich war es mal auf deiner Seite. Naja, mir fehlen noch drei. Noch drei was? Dann habe ich meinen Trupp zusammen. Vier habe ich schon getötet. Achtung, da ist noch, da kommen noch mehr Greifen. Oh no, das tut mir fast leid. Die müssen völlig. Wir gehen, glaube ich, aus. Bella? Das ist, glaube ich, zu gefährlich. Bella! Ich glaube, das ist vollkommen egal. Komm, Bella! Alles in Ordnung? Schau mal, ich habe hier ein Leckerchen für dich. Die hat wohl nur auf Felice. Schau mal, da. Lecker. Sehr schön. Na, wait, dich müssen wir schon bei Laune halten, Und gleich kriegst du was zu trinken von mir, wait. Oh. Manchmal wünsche ich mir schon selber einen Hund. Aber ein Moa wäre vielleicht noch besser. Rihanna? Ja? Wollte nur nicht, dass ihr den Anschluss verpasst. Ja, ich. Oh, das sieht jetzt aber nicht gut aus hier. Oui? Was ist hier? Oh, da sollen wir runter! Nein, wir können unten rumgehen. Oh. Aber ich wollte nur erst mal gucken, wie es aussieht. Ach so. Oh, wait, gut. Wie gesagt, da geradeaus ist leider ziemlich viel Ärger. Oh. Ach, viel zu. Ich glaube, Bella schlägt schon an. Sind wir schon in der Nähe? Bella, schnuffelst du etwas? Sprengstoff? Wir sollten auf jeden Fall weitergehen. Ja. No way. Auf. Wird gemacht. Das Federvieh musste. Ah, Feuer, 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 Feuer. Aufpassen. Oh, versenktes Fell ist auch nicht der Duft, der. Ach, nee. Wir müssen komplett wieder herunter. Upp. Hier geht es einigermaßen. Upp. Vorsicht. Oh, nicht schon mehr greifen. Ja, wir gehen aber unten rum. Da sind weniger Greifen, mehr von dem anderen Viehzeug. Das ist nicht so schade drum. Oh, für Verschlinger haben die Char eine Zucht. Das wird lustig. Na, ja, wo bist du? Aber Wilde sind halt leider nicht ganz so verschlingen. Oh, oh. Oh, Bella! Bella, komm!
Bella, komm her, komm. Ja, war doch klar. Was ist denn, warum bist du denn so unsichtbar? Vorsicht, greif. Über dir. Einer über dir. Oh. Das ist ein Andenken an mich. Oh Gott, ist das. Glücklicherweise wart ihr genau zur richtigen Stelle, Zeit am richtigen Ort, Madame Corissa. Das geht tagelang nicht aus dem Feld. Ich denke, wir sind eine Einheit, da passt jeder auf jeden auf. Ach, jetzt geht's doch hier wieder rauf. Ja, wir können auch unten rum. Ist vielleicht ein bisschen angenehmer. Ui. Wie wär's mit unten rum? Wir schauen einfach, wenn wir dort ein festes Stück Land haben, auf dem wir gehen können. Müsste eigentlich sein. Hier ist ein Küstenstück. Danke, Schafi, macht's gut. Wasser ist schön, gut, dass du da warst. Gibt halt eine nasse Schuhe. Was ein Belagerungsverschlinger? Oh, oui, wirklich. Bei Drainer. Oh, ich habe schon oft davon gehört, aber gesehen habe ich noch nie einen. Sonderzucht. Fast so gut wie ein Kartoffel. Oder ein Panzer. Vorsicht, Flammenlegion. Op. Nicht da. Doch nicht wirklich. Und du komm da raus. Das ist doch nicht wahr. Noch weiter unten entlang? Können die da oben zu euch? Nicht, dass ich wüsste, no. Ich erkenne niemanden. Thea, Osten. Heiß. Ja, weiter, Vorsicht, Feuer. Auf dem Boden. Einiges davon kann man austreten, aber nicht alles. Ja, und im Wasser weiß man nie, ob es nicht Feuer fängt. Away. Bei dem vielen Öl da drauf, nichts passiert. Ja, nur einiges von meiner Robe ist etwas echt angespannt. Wer hierher kommt und sich Sorgen um seine Klamotten macht, ich weiß bisschen, ja nicht. Aber, solange ich selber noch nicht komplett brenne, ist doch alles gut. Wo ist Bella? Oh, die ist ganz hinten. Ich schau mal nach ihr. Geh ruhig vor. Das reicht nicht. Wenn du schnell genug bist. Bella, komm! Komm, Bella! Was ist los? Alles in Ordnung? Hm? Komm! Na komm schon! Ich weiß, es stinkt ganz fürchterlich hier. Komm. Aber wir können hier nicht alleine rumlaufen. Komm, ich nehme dich ans Haltband. Hm? Komm. Bella! Komm! Fehlt da einer? Haben wir einen zurückgelassen? No. Komm, hurtig. Geh. Oh. So, gut. Einfach hoch. Alle da? Also. Frisch aus dem Para auf, ja. Oh. Oh no, ich weiß, was die treibt. Oh! Bella. No, bleib schon hier. Oh, oi. Ah ja, ich glaub, du riechst es, hm? Oh ja. Ui, komm, zeig mir in welche Richtung, komm. Wo? Wo ist der Sprengstoff? Zeig mir, Bella, wo ist der Sprengstoff? Hm? Ja, ich komme gleich. Bella, aus, zurück. Komm her. Bella, zurück, aus. Fein, hier geblieben. Ich habe sie nur losgeschickt, in welche Richtung sie Sprengstoff schnüffelt. Scheint in diese Richtung zu sein. Aber sonst ist gleich eine Spur. Aber ich sollte zumindest mal meinen Köcher auffüllen. Füll deinen Köcher aus und wir werden uns jetzt, denke ich mal, hier erst einmal orientieren bei der Legion. Oh, das ist gemischt. Mhm. Entschuldigung, ich wollte nicht weglaufen, wenn du redest. Alles in Ordnung.
Du hast gesagt, was du sagen wolltest. Geh. Habt ihr eine Frage? Gut, dann werden wir... Du wirst sicherlich ein bisschen brauchen. Ui. Einer? Oh, ui. Was glaubst du, wie viel Zeit brauchst du? 5 Minuten. Nur? Oh, wait, na dann. Wir werden einen Moment hier bleiben. Unsere Schützen können... Oh! Noch mehr Pfeile. Oh, hast so viele Leute. Ich muss gerade erstmal gewöhnen. Ich habe den ganzen Tag... ich habe noch ein paar da. Zur Not, Vera hat welche. Madame Avion. Oh, heute war... Sie haben es gut hergeschafft. Wir haben es gut hergeschafft. Dabei. Alle ein bisschen verölt und angesenkt, aber wir haben es lebend hierher geschafft. Ja. Das Öl sollten wir hier runterraschen. Wir haben ein leichtes Feinfeuerproblem in der Region. Away. Ich habe heute schon sehr, sehr viel Feinfeuerverletzungen gesehen und sehr viel auch leider verloren. Oh, Feinfeuer auch noch. Also wir haben es bisher nur mit dem Öl am Flussrand zu tun gehabt und mit dem Flammen von Elementaren und Feuerlegionen. Die Char haben mich gerufen gehabt, weil es hier ein leichtes Separatistenaufkommen kam. Die haben sich alle ergeben. Ein Dutzend Separatisten kamen komplett mit Narben und Feinfeuerverletzungen überzogen hier raus. Und Teil hat es leider nicht geschafft. Der Rest wurde zur Schwarze Zitadelle gebracht, aber es waren keine schönen Verletzungen. Es wird ein starker Angriff der Drache. Der Geister sein. Ich weiß nicht, wie viele Geister, aber egal was ist. Was sind hier in den Höhlenhausen Separatisten und Geister? Soweit ich es von dem Herrn hinter Ihnen erfahren habe, bekämpfen die Separatisten die Geister. Entweder suchen sie nach einem Folianten oder sie bändigen irgendeinen mächtigen Geist. Auf jeden Fall haben die Char hier gar nicht das Problem mit den Separatisten, weil sie die ganze Zeit auf die Geister einschlagen und gegenseitig sich niedermachen. Folianten hier suchen? Okay, das ist dann gar nicht mal so schlecht. Wir sind natürlich weiterhin auf der Suche nach Gefangenen der Separatisten. Und dann werden wir die vielleicht ein bisschen besser überrumpelt bekommen. Allerdings haben wir dann ebenfalls das Problem mit Geistern. Oh wait, darauf waren wir nicht vorbereitet. Gut, dass ihr uns das habt gesagt, dann können wir uns hier bei den Legionen ein bisschen besser darüber informieren. Und wir müssen das Lager ausspähen, bevor wir das würde ich auf jeden Fall empfehlen, das angehen können. Empfehlen, dass man sich mit einem Seil hier hochhangelt und von oben ein wenig schaut. Oh wait, das ist eine gute Idee. Das ist jetzt das, es ist dann... Was haben die Char gesagt? Das war ein ehemaliger Wachturm, ein ehemaliges Fort. Mhm. Also dementsprechend auch verteidigt, aber die Geister überrennen. Es sind mehr Geister als Separatisten. Und wie gesagt, ein Dutzend ist heute Morgen rausgekommen. 2, 3 haben es leider nicht geschafft. Der Rest ist zur Schwarzen Zither gebracht worden. Gut, wir haben einen Führer von der Asche-Legion hier. Ja. Das ist Monsieur Naha Ascheklaue. Ich werde ihm auf jeden Fall diesen Vorschlag unterbreiten, dass wir uns das einmal von oben angucken. Merci dafür. Ich würde und auch... Wolfsbisse hatte ich auch ein paar. Die müssen ja auch in der Nähe etwas aggressiver sein. Gut zu wissen. Das ist auch für die Hunde wichtig. Madame Isabella, passt also gut auf euren Hund auf. Und Bella? Was? Vorräte? Die Char sind sehr, sehr großzügig. Schau mal hier, hast du noch ein Leckerchen? Die haben mich auch hier eingekleidet, damit ich nicht direkt geschossen werde. Aber da schau mal, lecker. Vorräte sind hier gerade nicht das Problem. Fängst du deinen Schwanz? Wie gesagt, ab einem bestimmten Level Feinfeuer kann man leider gar nichts mehr tun. Man kann einfach nur noch hoffen, dass man die Leute so weit wie möglich wegbringt. Hey, dass sie einen friedlichen Tod sterben und nicht eine Geist runter, werden. Runter! Du stößt mich um! Erfahrung mit Geistern, Luke? Oh no! Aua! Erfahrung in du bist so schwer! Aua! Gebildet. Habe ich das gerade richtig gesehen? Rihanna, sie hat mich angesprungen, ihre Pfoten auf meine Brust gelegt und dann bin ich hingefallen. Ich glaube, wenn sie sich auf die Hinterpfoten stellt, dürfte sie größer sein, oder? Aua! Ich sag ja, das ist ein kleines Kalb. Ein Ponypferd. Das Beste ist einfach, den ganzen aus dem Weg zu gehen. Naja, ich denke, so ein Hund, der so ins... Geister werden auf alles gehen und so eine beste Mahlzeit. Pass auf, ja? Ich möchte dich nicht... Die Beats geht, muss natürlich auch kräftig sein. Ich brauche meinen... Zappert gern Hände ab. Ich passe schon auf. Oh, Monsieur Pia ist auch da.
ist wohl im zusammen mit ja, Madame Avia angereist, hm? Der ja. Schaf vorne, ich glaube. Schön, euch zu sehen. Er meinte, dass es ein Foliant ist, aber die Separatisten... Nun gut, dann werde ich einmal, dann werde ich einmal Monsieur nachgehen. Einer Legende von... Mhm. Ich weiß es nicht. Es ist nur das, was ich schaffe. Es kann genauso gut... So, wir haben wohl ein größeres Problem. Ja, zum Beispiel, dass ein Teil unseres Trupps gerade mit Mörsern experimentiert. Was? Wo und wer? Da vorne. Da unten. Dani. Naja, weit genug weg sind sie wenigstens, solange sie nicht hierher zielen. Aue. Ich hoffe, sie stecken den See nicht an. Wir hätten noch eine Woche vor Flugblätter verteilen können, dass wir kommen. Monsieur Naha. So, wenn ich das richtig habe verstanden, ist das Separatistenlager hier in diesen Höhlen nicht mal das größte Problem der Char hier. Denn in den Höhlen sind nicht nur Separatisten, sondern auch Geister, askalonische Geister. Und die Separatisten, es haben sich heute Morgen einige ergeben, freiwillig, mit schlimmsten Feindfeuerverbrennungen. Es scheint also so zu sein, dass die Separatisten sehr beschäftigt sind mit den askalonischen Geistern. Die machen wohl keinem halt. Und einige egal. Von den Separatisten haben zugegeben, dass die Separatisten dort drinnen suchen nach irgendeinem wertvollen, legendären Folianten. Das heißt, die Separatisten könnten wir auf kaltem Fuße erwischen. Allerdings habe ich nicht mit Geistern gerechnet. Geister? Ja. Das heißt, wir sollten die Höllen wirklich ganz besonders gut auskundschaften. Die Schar haben mir gesagt, beziehungsweise Madame Avier hat von den Schar erfahren, dass es wohl sinnvoll ist, sich die Höllen von dort oben aus anzusehen, sich mit einem Seil dort hinauf zu begeben, dort vorne, und dann von oben vorsichtig auszuspähen. Einer, würdest du da vielleicht den jemanden nehmen, um das zu machen? Vielleicht mit Monsieur Aschklaue? Mhm. Ja, dann gucken wir doch mal. Möchtest du dir sonst noch jemanden mitnehmen? Sonst. Je weniger, desto mehr. Denke ich auch. Calvin vielleicht noch, wenn er mitkommen will. Dann bitte. Besser als warten. So. Monsieur Naha, Monsieur Calvin und Einar werden einmal die Lage ausspähen. Wir müssen so lange hier warten. Joschka? Ja? Wir haben drei Späher losgeschickt, die werden sich jetzt die Höhlen mal von oben aus anschauen. Will ich auch eine Ablenkung? Okay. Wir werden so lange hier warten und auf ihre Ergebnisse warten. Ja. Jemand von meinem Trupp dabei? Calvin ist dabei. Okay. Ja. Wie wird es sein? Wird es wie in der heiligen Demetra sein? Oh. Nein, oder wird es sich anders anfühlen? Feinfeuer ist etwas ganz anderes. Feinfeuer ist... Normale Geister sind kalt. Sie frieren dich im Inneren. Aber wie das erhitzen. Hier... So wie neulich, das war auch kalt, ja. Ja, aber das ist hier was anderes. Das ist ein Fluch. Etwas Mächtiges. Adelbert, warum habt ihr eure Freund das angetan? Das kann uns nur der alte Adelbert sagen. Geht leise. Aber schaut an, was die Menschen für grausame Sachen tun. Adelbert. Bella, Bella, no, 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 no. Nicht darauf, Bella, no, 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 no. Komm, Bella, beruhig dich, beruhig dich. Gleich kommst du zum Sprengstoff, aber jetzt nicht, oui? Jetzt noch nicht. Ah, no, der einer ist gegangen, hm? Komm schon. Was? Komm schon, wir schauen uns Moas an. Komm, Bella, komm. Was? Oh, oui, nicht so schnell, nicht so schnell. Erschreck die nicht. Nicht, dass du sie erschreckst. Oh, no. Hm?
Ui, schau dir Moas an, Hund. Sie nimmt es wörtlich. Die nimmt das ziemlich wörtlich, diese Hündin, Ui. Die ist gut trainiert. Nein, du Süßer. Hm. Kommt nicht so oft ein Schau und krault dich, Ui. Hm? Höchstens, um sie auf den Böll zu schmeißen. Ey, no. Also ich finde, Moa schmeckt schrecklich. Was? Wirklich? Hm? Ich muss sagen, ich liebe Moa-Eier. Köstlich. Aha. Also ein Junger. Da ist ordentlich Fleisch drin. Ich muss sagen, ich liebe Moa-Eier, aber... Das Fleisch finde ich... Okay. Ach so. Ich habe ein bisschen was zu essen mitgebracht. Wenn jemand was essen möchte. Da sage ich nicht nein. Ein bisschen Fleisch, Bällchen und Brot. Bella! Es gibt Schlimmeres. No way. Nicht viel Schlimmeres, aber es gibt Schlimmeres. Rihanna, möchtet ihr auch ein bisschen Fleischbällchen auf Brot? Ein kleines Stückchen vielleicht, ja. Bitteschön. Da sind die Moas jetzt auch schon dabei, weh? Oh. Monsieur Pia, mögt ihr eigentlich auch sowas wie Fleischbällchen? Ich glaube, Quaggern essen nur Fisch, oui? Mhm. Bella. Mach die jetzt den Quaggern nach? Weil ich mich nicht wundern würde, wenn Pia inzwischen alles Mögliche essen würde. Dieser Gestank. Mhm. Dieser stinkende Gestank. Ich bin froh, dass Bella nicht Schwarzfeder jagt. Schwarzfeder kann sehr pickig sein, wenn jemand ihm auf die Pelle rückt. Das glaube ich, aber die, weiß nicht, ist nicht ausgelastet. Die hat gerade schon Leckerchen von mir bekommen und jetzt jagt sie ihren Schwanz. Komm mal her zu mir. Komm, setz dich mal zu dir. Ich kraule dich. Hm? Pia, wo hast du eigentlich diesen Schildkrötenpanzer her, den du auf dem Kopf trägst? Als ob Pia euch das jetzt sagen könnte. Du solltest vielleicht eine Ja-Nein-Frage stellen. Klapper mal schön alle Seelen ab, die du kennst. Sag mir so, hast du die Schildkröte von ihrem Panzer befreit? Hast du den Panzer gefunden, Pia? Ah, wait. Siehst du? Okay. Also, ich hab also keine Schildkröte vernichtet. Der Hund macht den Quaggern nach. Wirklich. Oh, wirklich? Pia, spring mal bitte. Schüttel mal den Kopf. Dass die Char den Quaggern mitgenommen haben, nur weil ich ihn nicht alleine lassen wollte, war schon irgendwie extrem. Jetzt jagt Bella wieder ihren Schwanz. Vielleicht machen das Quaggern ja auch. Könnte schwierig beiden werden. Die sind nicht so... Pia, kannst du auch eine Rolle machen? So hab ich das nicht gemacht. Oh, Jenny, ja, kannst du das auch, Bella? Wisst ihr, ich kann eigentlich auch nicht was so gut sehen. Der ging nach hinten los, glaube ich. Mhm. Oh, ein Picknickkorb, darf man sich denn bedienen? Wer Böses denkt. Aber bitte, ja, wir müssen eh warten, bis Monsieur Naha, Monsieur Anna und Monsieur Calvin zurück sind. Das sind unsere Schwerter. Und schafften sie die Gegend aus. Wir sollten uns in der Zwischenzeit ausruhen und unseren Geist leeren und uns fokussieren auf das, was vor uns liegt. Ich weiß ja gar nicht richtig, was vor uns liegt. No way. Dann werde ich euch erzählen. Ich habe gerade gehört, dass es in diesen Höllen nicht nur Separatisten gibt, sondern dass es auch gibt Geister, und zwar Feindfeuergeister. Das heißt alte Askalonier.
Bringt die Mörser in Stellung, sobald die Luft rein ist. Oh, wait. Jetzt kommen die Mörser auch zum Einsatz. Hallo, Peifis, grüß dich. Die Separatisten dort drinnen kämpfen wohl gegen die Geister. Mit ein bisschen Glück können wir die Separatisten also sogar relativ einfach überrumpeln. Aber wir werden es sehen, wenn unsere Speer sind zurück. Kann man mit den Geistern nicht irgendwie Kontakt treten und sie... Ich glaube, die sind gefangen in ihrem Moment und sehen nichts anderes als das, was sie gesehen haben, was damals passiert ist. Zumindest habe ich so etwas gelesen. Also sofern ich weiß, ist dieser Fluch verhindert dieser Fluch, dass die Geister etwas anderes sehen können als Char. Jeder von uns wird von ihnen wahrgenommen als Char, den es gilt zu bekämpfen. Das ist eine der Essenz des Fluches und deswegen sind sie nicht für Argumente zugänglich. Außerdem sind sie so oder so, so rachsüchtig. Aber was tut man gegen einen Geist? Sie sind ja schon tot. Nochmal töten ist schwierig. Man kann sie für eine kurze Zeit töten, aber sie werden immer wieder kommen. Das ist ja das Schreckliche an diesem Fluch. Hölle sein. Wie kann man so etwas... Wie sind denn die Separatisten sehr misstrauisch? Kann man da sich nicht eventuell als Interessent reinschmuggeln? Ich meine, wir sind die meisten von uns mit Menschen. Weißt du, das ist ja der Grund, warum wir jetzt suchen. Weil meine Informanten aufgeflogen sind. Okay. Ja, es würde ja nur für den Abend oder für den Tag, je nachdem, damit wir zumindest das Lager auskundschaften können. Ja, ich weiß es nicht. In der Nähe von Städten vielleicht, aber hier ist es dann realistisch, wenn hier ein Interessent auf einmal auftaucht? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht. Ich denke, schau dir Eberhard Falke an, Joschka, du warst bestimmt schon oft genug da. Wie die Menschen dort auf der Straße relativ öffentlich davon reden, dass sie einräumen, dass die Separatisten vielleicht recht haben könnten, manche von ihnen zumindest. Und sie sprechen ihre Verblendung frei aus. Das ist vielleicht ein Ort, an dem man sich irgendwo einschleichen könnte. Aber nicht hier. Ist leider auch einfach generationsübertragender Hass einfach. Das ist der Grund, warum wir bisher oftmals leichtes Spiel mit den Separatisten hatten. Natürlich gibt es auch Militärs unter ihnen und es gibt auch Adelige unter ihnen. Es gibt gut Ausgebildete bei ihnen, aber die meisten sind das Kanonenfutter. Einfache Bürger, die ihrem Hass instrumentalisieren, schlecht ausgebildet sind an Waffen, schlecht ausgebildet oder überhaupt nicht ausgebildet. Alles, was sie haben, ist ihr Fanatismus. Und da hilft ihnen nicht viel, wenn sie tatsächlich antreten müssen gegen jemanden, der ausgebildet ist. Mich würde interessieren, wie ihr drei aufgewachsen seid. Ich meine, ihr seid alle drei bei euren Eltern aufgewachsen, soweit ich weiß. Und wir sind alle im Krieg geboren und haben alle als Kinder diese Horrorgeschichten erzählt bekommen und ich habe diese Horrorgeschichten am eigenen Tell erfahren. Du möchtest das nicht wissen, Junge. Aber mich interessiert, also nichts gegen, also Rani, versteht mich nicht falsch, aber mich interessiert immer, wie andere Menschen das sehen. Weil Madame de Wolfen, sie sind komplett aufgewachsen im Krieg. Und da wollte ich halt fragen, konnten sie von heute auf morgen einen Char anlächeln? Also, das können viele nicht. Viele haben diese Stärke einfach nicht. Joschka, meine Familie stammt aus Fontranik. Wir sind vor, ich weiß nicht, einem halben Jahrtausend wahrscheinlich sind sie ausgewandert nach Kreta. Freiwillig, noch bevor Prinz Rurik damals diesen großen Trek hat geleitet, aus Ascalon nach Kreta. Weil sie sind freiwillig gegangen, weil sie sagten, das Land gehört den Char. Ich bin aufgezogen worden und groß geworden in einer Familie, in der es ein sehr großes Gerechtigkeitsempfinden gibt, was auch nicht macht Halt vor anderen Völkern. Ich habe die Char noch niemals gesehen als etwas
Bösartiges. Für mich war es einfach, nachdem ich den Weg zu den Seraphen gefunden hatte, auch nach Ebonfalke zu gehen. Nur ganz im Gegenteil, ich war sehr neugierig. Hey. Ich bin nicht so aufgewachsen wie viele andere Kinder, denke ich. Meine Eltern sind, haben hart kämpfen müssen. Auch wenn wir sind aus adeligen Schicht. Die Familie meiner Familie hat ihr Vermögen sukzessive zugrunde gerichtet und heruntergewirtschaftet. Hey. Meine Eltern sind jetzt Tuchhändler. Den Adelstitel dürfen sie noch immer tragen, aber jeder von uns hat ein eigenes normales Einkommen. Mein Bruder ist mit seinem Mann am Doriksee und hat eine Bäckerei. Und ich bin eine Seraphin geworden. Ich wusste ehrlich gesagt bis jetzt gerade nichts von ihrem Adelstitel. Also... Oh, die Wolfen sind freie Leute. Ich meine, bei mir war es ja so, ich hatte halt niemanden, der mir jetzt großartig Horrorgeschichten erzählt hat, außer halt irgendwelche Fremden. Und ich habe als Kind sehr schnell gelernt, dass das Geld von Schaas genauso viel wert ist wie das Geld von anderen. Mhm. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass du schon früher alleine warst, Joschka? Sehr früh alleine, ja. Ich glaube, dann beginnt man wirklich auch schon früher eine andere Sicht auf Dinge zu haben, schätze ich. Was denn? Ich bin auf meinem, bei einem Freund von meinem Vater damals, konnte ich auf dem Hof helfen und... Wir müssen auf die warten. Er hat aber nie wirklich mit mir gesprochen. Echt? Ich habe im Stall geschlafen, habe meine Arbeit getan und wir haben im Stall geschlafen, also... Ja, okay. Glaub, du kein wirkliches Familiengefühl. Nein, ich bin auch irgendwann einfach... Ja. Man lernt viele Leute kennen, man lernt vor allem viele falsche Leute kennen, aber man kommt durch. Aber du bist ja nicht mehr allein. Ja, Gott sei Dank. Ja, aber meine Eltern wohnen gar nicht weit weg von deinen Eltern, Rihanna. Sie wohnen auch im Salma-Viertel und haben dort eine Stadtvilla. Ja, ich denke, ich bin bestimmt schon oft genug dran vorbeigelaufen. Mhm. Aber sie sind nicht oft da. Manchmal habe ich die Gelegenheit, die Stadtvilla zu nutzen. Vielleicht kennt mein Vater ja sehr ein bisschen, ich weiß es nicht. Das ist möglich. Ich habe ja gehört, dass in Güterfeld sich jeder kennt. Ich glaube nicht wohl jeder. Nicht. Es kommt doch auf die Gesellschaft. Der schwarzen Zitadelle. Hängt immer ein bisschen davon ab, in welchen Kreisen man sich begegnet oder wo man arbeitet oder was für Kontakte man hat oder wie die Menschen halt so sind. Mhm. Ja, ihr habt schon komische Strukturen. Aber was man in Götterfels auf jeden Fall sagen kann, man kennt immer einen, der einen kennt. Genau, so in etwa könnte man es wohl nennen. Mhm. Die Leute in Götterfels kennen sich untereinander, würde ich sagen. Nicht so gut, aber es gibt immer so ein paar bunte Hunde, die jeder kennt und die vermitteln auch immer. Zumindest bei Sachen, die unter der Hand passieren. Einer. Moment mal, ihr kennt einen bunten einer? Hund? Alles in Ordnung. Das ist ein Sprichwort. Oh. Ja. Für Menschen, die jeder kennt. Achso, ich dachte, da hätte jemand einen Hund angemalt. Okay. Vielleicht gehen wir ganz kurz einmal hier rüber? Vielleicht. Sonst kann ich euch über das Gespräch der anderen nicht hören. Okay.
Also, das mit den Geistern können wir bestätigen. Im Süden endet der Pass in einer Sackgasse, wie es aussieht. Und da treiben sich Geister rum. Aber nur im Süden. Ja, auch ein guter Teil der Verteidigung richtet sich nach Süden, also die der Separatisten. Also verteidigen sie sich gegen die Geister oder gehen sie die Geister aktiv an? Nein, sie verteidigen nur, wie es scheint. Mhm. Und wie ist der Zugang zu den Separatisten? War nicht zu sehen. Wir könnten theoretisch von dort oben hineinplatzen. Wir könnten auch die, die außerhalb der Hölle sind, mit einem Pfeilhagel zudecken und sie leise ausschalten. Mhm. Allerdings waren von unserer Position aus weder Zellen zu sehen, noch großartig in die Höhle. Oh, wait, also. Wir konnten nur in die Schlucht hineinsehen. Mhm. Ja. Oh, wait, gut. Und bei den Geistern gibt es halt ein paar alte Zelte. Ob da irgendwas war, Ich habe auf jeden Fall auf die Schnelle keine alten Folianten gefunden. Gut. Das heißt, habt ihr gesehen, um was für Separatisten es sich im Großen und Ganzen handelt? Der Fernkämpfer, Nahkämpfer, gut gerüstet, schlecht gerüstet? Mittelmäßig gerüstet, Rüstung einigermaßen bewaffnet, aber eher, moderat. Nahkampfwaffen, Fernkampfwaffen? Hauptsächlich Nahkampf, was ich gesehen habe. Mhm. Ich würde es nicht beschwören. Ziemlich zusammengewürfelt. Scheint mir so wie immer auszusehen, was. Genau. Separatisten halt. Mhm. Das habe ich gerade vorhin schon mal den Leuten gesagt. gut. Ihr habt gar keinen offiziellen Eingang in die Höhlen gesehen? Irgendwo im Norden, aber da kommen wir von oben nicht ran. Aha, okay, gut. Aber es ist wahrscheinlich nur ein kleiner Teil tatsächlich in einer Höhle und danach kommt ein Bereich, ein Areal, das ist unter freiem Himmel. Ja. Ein Plateau, aber das ist wie gesagt geisterverseucht. Ist gut an, Janka, lass dich nicht ärgern. Ja, es, die Höhle tritt dann quasi in ein offenes Tal, wo sich eben die Separatisten im Süden mit den Geistern kloppen. Aha, no way. Gut. ich würde entweder dann. Entweder räumen wir jetzt von hinten auf, weil die Stille, wo wir gesehen hatten, war doch gar nicht so schlecht zum Runterkommen. No way, da muss ich mich eh auf euch verlassen, wenn ihr sagt, ihr habt da eine gute Stelle gefunden, von der aus ihr vielleicht mit Pfeilhageln relativ viel schon ausschalten könnt, bevor wir in eine Gefahrensituation gelangen, dann ist es sinnvoll, das so zu machen. Wenn ihr gesagt hättet, ihr wisst, wie ungefähr der Eingang der Höhle ist beschaffen, wie gut er ist bewacht, hätte man natürlich von zwei Seiten das Ganze angehen können. Aber vielleicht kann man ja auch von dort oben aus von mehreren Seiten zugreifen. Oder ihr gebt uns Deckung. Die Sache ist die, Deckung funktioniert natürlich nur außerhalb der Höhle. In der Höhle hätten wir euch nicht in Reichweite. Mhm. Wenn wir da einsteigen, wir können die quasi hinter den, der Verteidigungslinie gegen die Geister ohne Probleme ausschalten. Da laufen so 5-6 Separatisten rum mit einem Pfeilhagel, das würde relativ leise gehen. Die Frage ist, haben wir genug Leute, die vernünftig klettern können? Und wir haben dann natürlich immer noch das Problem, dass uns sowohl die Geister als auch die letzte Verteidigungslinie der Separatisten in den Rücken fallen kann. Oh wait. Wie ist es denn mit einem Ablenkungsmanöver, dass die Fernkämpfer, die dort hinaufklettern konnten, beginnen können? Sollte es dort Ärger geben, werden wahrscheinlich die Separatisten, die sich in der Höhle befinden, auch ein bisschen herauskommen und wir können vorne am Eingang der Höhle ein bisschen besser zugreifen, wenn dort ist Verwirrung gestiftet. Möglich, dann könnten wir doch die Mörser zum Einsatz bringen. Ah, es sind Mörser dort drauf gerichtet? Noch nicht, aber wir hatten doch eben welche, die damit gespielt haben. Können sie wenigstens sinnvoll spielen. Oh ey, gut. Oh, das ist eine gute Möglichkeit. Das heißt, wir richten die Mörser auf die Höhlen aus und beginnen ein Bombardement? Nein, wir richten sie nicht auf die Höhlen aus, weil ansonsten gefährden wir unsere eigenen Truppen, aber wir können sie auf das Tal hinter der Höhle richten. Das meinte ich, pardon. Auf das Tal hinter den Höhlen ausrichten, da ein bisschen für Ärger sorgen. Die einzelnen Personen, die nicht durch das Artilleriefeuer letztendlich werden getroffen, könntet ihr mit Fernkampf aufs Korn nehmen, während wir in der Höhle anfangen aufzuräumen. Ja,
So, dann trommel ich mal die Schützen zusammen. Ui. Und ich geh erstmal kurz was zu trinken. Mhm. Oh, das ist ja hier. So, Mesdames, Messieurs. Gute Idee. Wenn ich euch bitten könnte, einmal zurück zu, zusammenzukommen. Ja, Verletzte versorgt. Ach so. Madame Isabella, Madame Corissa, Monsieur Kelvin. Wir treffen uns hier vorne bei diesem Busch. So, wo sind jetzt Rihanna und der Rest? Da vorne. Ich komme sofort, ich trommel noch alles zusammen. Madame Rani? Geht es euch? Ja. Und alle anderen dort vorne, wo Madame Corissa und die anderen stehen, werden wir uns jetzt zu einer kleinen Besprechung treffen, nachdem unsere Späher sind zurückgekehrt. Wieder, oh, Mopelchen, wo kommst du denn her? Das ist doch... Sie hat sich von Kyrok füttern und anmiauen lassen und Joschka hat sie angeknurrt, faucht oder so ähnlich. Oh. Wo ist denn dieser Hund? Diese Katze mag diesen Mann einfach nicht, das habe ich schon herausgefunden. Okay, gut. Nun, es war sehr offensichtlich. Mhm. Gut, wir treffen uns dort vorne. Wait. Wo ist euer... Der Hund, den habe ich dort vorne zu den Zelten gebracht. Der trinkt etwas. Der braucht jetzt eine freie Schnauze. Gleich für den Separatistengeruch, den Sprengstoffgeruch. Wenn ihr euch auch dort vorne einfinden würdet, ich schaue, ob noch jemand dies versprengt. Hm? Alles in Ordnung, einer? Der ist mal austreten. Ups. Ich habe gesagt, dass ich damit austreten. Das ist eine Masche von mir. Ich gebe meistens meinem Gefährten die Hälfte meiner Kugeln. Dann habe ich einen Grund, in seiner Nähe zu bleiben und auf ihn aufzupassen. Ach so, ist Kelvin euer Gefährte? Oh, noch eine. Eure rechte Hand? Noch eine? Nein, ich, Kelvin! Egal, was du sagst, es wird nur schlimmer werden. So, wir warten noch auf Monsieur Naha und auf Aina. Bella. Alexa hat was hast mit, du gut getrunken? Hm? Was? Alexa hat was mit Cornelius. Dafür hat er zu viel Niveau. Was nee, warte mal, nein. Ich glaube, es wird nicht besser. Zeit, echten Schaden anzurichten. Ich glaube, das Niveau kann nicht mehr sinken. Ist Coppelius die Spinne, Wim? Ja. Richtig. Fordert das Schicksal das nicht heraus. So. Nachspiel haben. Wo ist Monsieur Naha? Einer ist kurz austreten. No, da ist er ja wieder. Dann warten wir nur noch auf Monsieur Naha und dann werden wir euch erklären, wie wir das Separatistenlager angehen werden. Auf jeden Fall kann ich euch schon mal bestätigen. Ich reiche das Wort an Einer. Dann muss ich nicht aus zweiter Hand erzählen, wie es dort drin aussieht. Gut. Die Lage ist folgende. Von oben war ein Tal zu sehen, das im Süden in einen Kessel endet. Und dort in einer Sackgasse. Dort unten treiben sich Geister herum, Askalon-Geister. Es gibt da wohl ein altes Lager, wir haben uns das kurz angesehen, aber da ist alles verrottet und kaputt. Dementsprechend sind die Separatisten in unangenehmer Lage, in zwei Richtungen zu verteidigen zu müssen, um sich auch der Geister zu erwehren. Die Idee war jetzt die folgende. Wir greifen den südlichen Bereich des Tals an mit Mörsern und schalten den Rest mit einem Pfeilhagel aus, soweit das geht, um einen Teil der Separatisten aus der Höhle zu locken und dem zweiten Angriffstrupp die Sache ein wenig zu erleichtern, während sie in die Höhle eindringen. Aue. Ja, gut. Wieso hörte sich das gerade so zweideutig an? Hier ist nichts Zweideutiges. Ich hab zu viel mit Soldaten zu tun, Entschuldigung. Nachdem wir ein paar Schützen haben, dachte ich, wir stellen jemand ab für den Mörser. Jemand, der vielleicht sogar ein bisschen Wissen über Artillerie. Isabella! Aue, haben wir eine Artillerieschützin? Gut. Dann wird
es Madame Isabella gebühren, die Mörser auszurichten auf das Tal. Unsere Schützen, zu denen, glaube ich, Monsieur Curoc, Monsieur Einar, Monsieur Calvin gehören, werden oben Stellung beziehen und Und wo wollt ihr mich haben? Euch, Madame Rani, will ich natürlich an meiner Seite haben, um den Separatisten auf eure unvergleichliche Art und Weise das Fressbrett zu polieren. Mit dem größten Vergnügen. Oui. Monsieur Luke, natürlich wäre es mir lieb, wenn ihr seid bei uns, die wir in die Hölle gehen. Haltet ihr es für eher sinnvoll, hier im Lager, was ist nicht so weit weg von dem ganzen Geschehen, ein stationäres Lazarett einzurichten oder würdet ihr uns eher begleiten wollen? Ich kann notdürftig eine Wunde abbinden und den Verletzten zu euch ins Lager zerren. Wenn ihr aber sagt, es ist euch wichtiger, dass ihr die Person an Ort und Stelle direkt stabilisiert, fachkundig, dann geht ihr mit. Aber seid euch sicher, es wird gefährlich werden. Bei allem Respekt, ich glaube nicht, dass ich einen anderen in meinem Lazarett hier die Federführung geben würde. Das heißt, wenn Luke bei euch, sie, euch begleitet, ist mir das ganz lieb, weil dann sind die Patienten, die ich bekomme, wenigstens vorversorgt. Ach so, ihr bleibt auf jeden Fall hier. Gut, oui. Ich habe hier das Lazarett voreingerichtet. Ob ich jetzt bis zur Tor ein wenig mitgehe und ihn bis zu meinem Trage bringe, das ist kein Problem. Ich werde jetzt nicht in die tiefsten Höhlen irgendwo mitkrabbeln. Aber ich habe hier meine Stationen so aufgebaut, meine Lager sind aufgebaut und für die Erstversorgung von bis zu 5 Verletzten gleichzeitig habe ich keine Probleme. Wait, das ist gut. Ja, das wollte ich gerade auch was sagen, dass Avi schon ein Lazarett hier eingerichtet hat. Ah, gut, darüber war ich nicht ganz in Kenntnis. Schön, ich habe den bisherigen Morgen nichts anderes gemacht, als Feindfeuerverletzungen von Separatisten zu versorgen. Ich bin gerade ganz gut geölt. Das ist gut. Nein, ich bin auch noch da. Oh, wait. Ja. Madame Isabella, wart ihr die ganze Zeit da, wait, ja? Dann bin ich froh, dass ich die Verletzungen nicht tragen muss. Ja, Joschka kann euch gleich einmal kurz zeigen, denn der hat schon mit Madame Rani, glaube ich, an den Mörsern rumgespielt. Ja, gespielt trifft's. Das heißt, die Char hier sind aber auch sehr verrückt nach den Mörsern. Die haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als diese Dinge aufzubauen. Mhm. Wait, also euch gebührt es dann den Beschuss. Vielleicht macht ihr mit Monsieur Einar und den anderen Schützen ein Zeichen aus. Vielleicht habt ihr ein weißes Tüchlein oder sowas. Ihr könnt schwenken, wenn bitte der Beschuss zu enden hat. Weil wir nämlich aus den Höhlen in das Tal laufen. Ich wäre sehr froh, wenn mir kein heißer glühender Stein auf den Kopf fällt. In das Tal solltet ihr eigentlich nicht müssen. Das ist außer den Separatisten ziemlich leer. Aui, dann ist gut. Das heißt, wir sollten nicht auf die offene Fläche gehen, weil wir dort den Mörserbeschuss fürchten müssen und dort sowieso nichts finden werden. Oui, das ist durchsichtig, ich würde seid ihr zu weit. Bon, sehr gut. Was? Aui, Bella, du gehst mit uns. Die Wölfe? Ansonsten. Aui, Wölfe? Stimmt. Ja. Rihanna. Ich würde sonst sagen, Rihanna sollte sich am besten. Ja, Monsieur Curoc, würdet ihr. Wenn sie auf uns aufpasst, wäre mir das sehr lieb. Auf sie aufpassen? So. No, eigentlich möchte ich nicht. Würde ich nicht mehr als 3 Leute oben hinstellen wollen. Tritt mich auf die Pfoten. Die Frage ist, ob wir Madame Rihanna. Das ist eine gute Übung für sie. Hm? Was denn? Nach oben zu gehen das mit dem Fallen? Das ist kein Übungsfeld, das ist der Ernstfall. Richtig. Wir müssen deswegen, uns darauf verlassen können. Das hat man doch am besten. Nicht in diesem Fall. No. Madame Rihanna geht mit mir. Seid ihr denn für ein Char? Soll ich mit der Flinte auch hoch? No. Joschka, bleibt bitte auch bei uns. Diese kleinen Rivalitäten haben hier an dieser Stelle jetzt keinen Platz. Ich bitte euch, einen Schrittabstand zu nehmen. Wenn ihr das Feld zuhausen wollt, macht das später. Okay. Gut, dann Monsieur Curoc und begibt euch bitte zusammen mit Monsieur Einar und Monsieur Calvin zu der Stelle, wo es den Aufstieg gibt. Ich glaube, die Herren haben schon Erfahrung mit einer guten Stelle, um hinaufzukommen. Yep. So, viel Spaß. Lass mir Joschka, zeig dir vielleicht Madame Isabella eben kurz, wo ist der Mörser? Yes. Damit sie die Zeit hat, ihn auszurichten. Und alle anderen bleiben erst einmal hier.
Rihanna, würdest du auf Flug und mich aufpassen? Mach ich. Was? Das ist nett, danke. Einer? Wir sollten noch irgendwie ausmachen, wie wir mal kommunizieren, dass der Angriff startet. Soll ich einen der Leute hier vorne positionieren und ihr ruft nach oben? Oder wie war das geplant? Ihr wisst ja noch nicht mal, wo genau der Eingang ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Deswegen, es geht noch nicht los. Wir werden jetzt auskundschaften, eben wo ist der Eingang? Der Eingang befindet sich nördlich von hier, hinter den Wölfen, laut den Separatisten. Sie sind aus der Richtung gekommen und haben geschrien. Das denke ich. Die Blutspur sollte man ganz gut finden. Oh, ja. Das denke ich auch. Wo genau steht ihr? Kannst du mir das, die ungefähre Richtung zeigen? Ziemlich genau östlich hier über den... Östlich genau hier über den Felsen. Mhm. Away. Gut. Ich werde gleich zwei Speer zurückschicken, die euch künden, dass wir anfangen. Wenn wir anfangen, werdet ihr es hören. Okay, so ist es. Definitiv. Dann viel Erfolg. Passt auf euch bitte auf. Ebenso. Nun, Isabella, ihr seid ausgerüstet? Und notfalls nimmst du die Wegmarke zurück, ja? Hier ist ein paar Kupfer, das sollte reichen. Monsieur Fischer? Ja. Habt ihr Madame Isabella schon gezeigt, wo es hingeht? Kevin, oder? Wo es hingeht, weiß ich nicht. Ich habe ihr nur gezeigt, wo die... Wo die Mörser sind. Wie, dass sie sich bitte jetzt macht, dort bereit. Erst einmal. Ja, ich habe ihr die Mörser erklärt, ja. Oh, gut. Dann werden wir uns jetzt Richtung Norden begeben. Was? Den Eingang der Höhle suchen. Und so schrumpft der Trupp zusammen. Bella, aus! Hier geblieben! Danke. Ich bitte Rena uns leiten. So, ich möchte jetzt um Ruhe bitten. Wir werden flüstern. Was? 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 Aus, Bella, was? Aus, aus. Leise sein, ich. Leise sein, was? Aus. Sonst kriegst du einen Maulkorb. Oh, oh, das sind die Wölfe. Was? Oh, die armen Tiere. Oh, mein Viecher. Ich will dann dort vergeben. Sie sind durch diesen Tier wahnsinnig geworden. Ich weiß nicht, die Felder, die ich vorhin gesehen habe, waren komplett mit Tier verklebt. Tiere haben sich sehr gequält gehabt. Das sieht doch nach einem Eingang aus. Okay? Oh, oh, aus. Zurück, 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 zurück. Wen? Ja, wait. Away. Komm her. Schnell. Bevor sie noch lauter schreien kann. Away, dann in haben wir also. Felsen. Also haben wir hier tatsächlich da den Eingang. Ist noch einer. Übrigens, Luke, die. Nicht herholen. Das heißt, wir haben den Eingang gefunden. Einen riesigen Graben. Kommt einmal bitte zurück. Aber eher einer von der magischen Art und Weise, kein Tier. Okay. Gut, wir haben also offensichtlich den Eingang gefunden. Ich brauche... Gut, der Weg war nicht gefahrvoll. Die Wölfe gab es nur hier. Joschka, könntest du zurücklaufen und Bescheid geben, dass wir den Eingang gefunden haben und jetzt losgehen? Ja. Du bist gut zu Fuß, bis gleich. Rihanna, wenn du irgendetwas flüstern hörst, hier neulich, dann sag bitte Bescheid. Monsieur Luc, ihr bleibt in der Mitte. Ich bin vorne, Monsieur Naha und Madame Rani gehen zusammen nach vorne. Dahinter sind Madame Corissa und ich und ihr befindet euch ganz zum Schluss, Way. Okay, seid aber vorsichtig. Ja, okay. Jetzt warten wir noch schnell, das kommt Monsieur Fischer zurück. Wir gehen schon mal ein wenig nach vorne. Achtung. Wolf, 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 Wolf. Wo kommt der denn? Plötzlich er. Er wird sich in einer Felsnische versteckt haben. Okay. Technikerin. Achtung. Menschen. Okay. Ach, komm her. Meine. Okay. Gut. Oh no, da ist noch eine.
Na komm, hol sie dir. Ui, was stehen die denn alle hier einzeln? Die schmeißen mit Sachen um sich. Die patrouillieren möglicherweise. Ui. Weiter. Ach, die haben noch mit Wölfen zu kämpfen. Ist sicher? Wir werden schnell den Ort hier passieren, wegen der Wölfe. Auch Ui, was ist, Joschka? Ich habe leider jetzt nur noch Isabella getroffen und kann man besten ein bisschen verstecken hier. Oh, wait, dann muss das reichen. Und links ist frei. Ich glaube, sie kam auch immer hier rechts um die Ecke. Oh, da fängt's an zu knallen. Erste Mäuse sind zu hören. Oh, kommt hier das Echo? Ja. Draußen stehen schon wieder Wölfe, aber sie kommen nicht rein. Ja, es sind große Rudel. Wir haben den ganzen Tag bereits Probleme damit gehabt. Die Separatisten hatten einige Bisswunden von ihnen. Ich glaube, die verstecken sich in Nischen. Naja, sie bekommen nicht viel zu fressen, sie werden alles angreifen, was sie essen können. Und so ölverklebt wie sie sind, die Tiere quälen sich. Das Lager ist hier rechts rum. Joschka, bleib hier! Nicht so weit vor! Achtung, der Weg teilt sich hier. Einer rechts, einer links. Gut, dass ihr gekommen seid. Alles in Ordnung? Wir gehen links. Joschka, Joschka! Ja? Lass es! Wir gehen nur links. Würdet ihr dort hinten bitte nicht so trödeln? Ich frag mich, was von mir ist. Monsieur Naha, sind wir hier richtig? Wir sind. Der Weg teilt sich hier einmal rechts und einmal hinter links. Hinter euch, Vorsicht! Wölfe. Und anderes. Möge der Wind. Ja. Weil ihr habt gesagt, wir sollen nicht auf offenem Feld sein. Und hier ist offenes Feld. Achtung, jetzt geht es rechts. Wohin gehen wir rechts? Rechts, ja. Ja. Ich muss mich auf euch verlassen. Das sind alte Ruinen. Ganz alte Ruinen. Das alte Vor, was hier ansteht. Vorsicht, von rechts kann auch was kommen. Gib uns Vorhut. Ah, da sehen wir doch schon den Ast. Ich sehe einen Calvin. Sind da. Achtung, es öffnet sich jetzt. Geht es hier hinunter? Hier rechts runter und dann da sind sie schon. Achtung, in den Nischen. Vorsicht, hier kann man gut runterklettern. Oh, das ist aber ganz schön bröckelig. Oh, es geht noch, es geht noch. Ja, die Askalonier haben gut gebaut. Was kann man hier links? Ich werde kurz hier die Ecke ausspähen. Ja. Gib euch magische Rückendeckung. Alles gut, es ist leer. Es ist niemand da. Was ist denn hier los? Ja, wait, die Seite ist lauber. Da vorne geht jetzt zu der Ebene. Mission Naha, ich denke, wir sollen nicht auf die Ebene gehen. Deswegen sage ich ja, da vorne geht es auf die Ebene. Dort oben ist unser Wassertrupp. Was sind die. Das ist alles hier? Oh, diese Steine, sie flüstern. Look. Das ist alles die hier? Flüstern. Das ist doch kein Lager. Laut den Informationen soll hier ein Separatistenlager mit Zellen sein. Wie gesagt, da oben waren noch alte Zelte bei den Geistern. Vielleicht haben die Geister sie vertrieben. Vielleicht waren sie da oben. Joschka sucht schon. Hier ist überhaupt nichts. Alles, was wir hier zu finden, sind versprengte Separatisten. Wahrscheinlich zu verängstigt wegen der Geister. Und auf der anderen Seite sind Flammenlegionäre. Hier geblieben. Wo sind... Das kann doch nicht wahr sein. Hier ist nichts. Hier ist absolut nichts. Doch, um die Ecke waren eine ganze Reihe Separatisten. Wo? Ja, dort vorne. Sie sind uns hinterher. Sind von hinten wieder. Vorne. Da ist schon wieder einer. Geh weg von mir! Mist, geht's euch allen gut?
Wie gesagt, einmal um die Ecke schauen, dann seht ihr die Ebene. Es sind noch einmal Ruinen. Ich weiß nicht, ob dort etwas ist von dem, was ihr sucht. Seht ihr die Separatisten dort vorne? Da ist die Separatisten und Geister. Hier spürt ihr es auch. Ja, ich spüre den Wind. Aber es ist... Ich weiß nicht, was es ist. Hier ist nichts. Überhaupt nichts. Diese Aktion war ein völliger Reinfall. Das Einzige, was wir noch schauen können, ist bei den Geistern. Da nicht hin, das ist was anderes. Ich werde einer Bescheid geben. Oh. Einer, da ist nichts, da ist überhaupt nichts. Dann zieht euch zurück. Wir haben vielleicht noch die Chance, bei den Geistern zu gucken. Vielleicht waren die Separatisten vorher in diesem Gebiet und wurden von den Geistern vertrieben. Aber es befinden sich in den Höhlen überhaupt keine Zellen, kein gar nichts. Nur verängstigte, vereinzelte Separatisten, mehr nicht. Wir werden uns jetzt auf die Ebene begeben. Ich zieh Körak ab. Ui. Und bitte schieß einen Pfeil zu Isabella. Dass die das Bombardement beendet. Das ist schon erledigt. Ah, oui, gut. Wir gehen zu den Geistern. Vielleicht. Gut. Stimmt irgendwas nicht. Der ist schon vorgelaufen. Was? Ich weiß nicht, er benimmt sich komisch. Was ist denn Luke, hier Luke, los? Luke, was ist los mit euch? Oh, was ist das? Was ist das? Eine Separatistentruhe mit einem Schloss davor. Haben wir jemanden, der sich mit so etwas auskennt? Muss es heil bleiben? No, es muss nicht heil bleiben. Na dann. Moment, ups. Oh, das ist stabil. Nochmal. So, jetzt geht's doch. Oh, wait. Dann sollten wir gucken, was ist darin. Oh, Papiere? Prächtig. Was ist das? Was? Handschuhe? Komm schon wieder her. Da muss ein Geheimnis. Zeit, echten Schaden anzurichten. Oh, Moment. Ups. Alles in Ordnung. Wir sollten die Sachen erst einmal mitnehmen. Zumindest die Papiere, die da drin sind. Die ganze Gruppe. Die ganze Gruppe. Bleib von den Geistern weg. Die Geisterenergie ist gefährlich. Wenn schon eine Weile Fronten. Vorsicht, Vorsicht, das Feindfeuer ist sehr gefährlich. Joschka, pass auf. Oh. Au, au, au. Das hasse ich jedes Mal. Verblüffend viele mit Ebon Vorhut. Ausrüstung. Warum? Rihanna? Ob das deine Magie dich immer leiten wird. Ja, aber die Magie hat ihm gerade vorhin direkt in die Gegner gelockt. Das ist nicht gut. Rihanna, du hast ein paar Taschen dabei, Wei. Ja. Für Papiere. Bitte sei so gut und pack die Sachen aus der Truhe ein. Au. Hat er euch erwischt? Oh, ich habe gerade einen Schlag gegen das Schild gekommen und das Schild ist gegen meinen Kopf geknallt. Au. Geht das so, da brauchen wir Luke. Es geht schon. Ich sehe ein wenig verschwommen. Aber hast du die Dokumente eingepackt, die da noch waren, die nicht in meine Tasche gingen? Ja, ich habe alles mitgenommen. Dann sollten wir jetzt aufs offene Feld gehen. Mein Kopf. Was los? Alles in Ordnung. Ihr Schild wurde gegen den Kopf gestoßen. Gucken Sie mal in meinem Rucksack. Kleines Döschen, blauer Deckel. Das ist eine Salbe, die kühlt. Kann ich gerade nicht tun. Wie viel muss ich da drauf schmieren? Einfach kurz einreiben. Dafür ist keine Zeit. Vielleicht nicht der richtige. Au! Also, ich habe keine Ahnung, welchen Level Corissa hat, ne? Aber die ist, die müsste eigentlich völlig Matsche sein, so oft wie die schon richtig down gegangen ist.
Sind schon wieder nach vorne gelaufen. Ich habe sie aus den Augen verloren. Irgendwo links rum. Joschka, ich stecke die Sachen in meine Tasche. Ich werde euch das gleich zurückgeben. Alles klar. Ach, komm hier. Sei mit mir. Ich möchte diese alten Askalonier nicht töten, aber es muss sein. Die kennen keinen Freund, noch keinen Feind. Die sind schon tot. Wuff, wuff. Was ist denn? Ach, die Hühner hauen sich untereinander, Laster. Bella hat gesehen, wie Luke und Avi vorne hingelaufen sind. Oh, da sind die Zelte. Wait. Links? Ach, da. Hey, lass mir auch was übrig. Dann musst du schneller. Wo sind sein, sie Alter. Hoch? War ich irgendwo hier? Ich weiß es nicht. Ach, die sind oben in den alten Zelten. Bleib weg. Da. Was ist los? Bleib weg von ihm. Irgendetwas hat er. Was? Ja. Er läuft wie ein Verrückter alleine voran. Bitte erklärt euch, Monsieur Luke. Ich weiß nicht. Luke, komm. Wenn ich eine batschen muss, komm. Notfalls schlagen Möchten wir Sie den nieder. Tun Sie das bitte. Wirk einen Bandzauber. Hopp. Eine rechts ein Bandzauber. Und eine bitte links. Bitteschön. Komm. Komm zu euch, Luke. Fang jetzt du nicht auch noch an, komische Dinge zu machen. Der Bandzauber hilft. Ja, sollte er auch. Hier sind noch mehr Dokumente wahrscheinlich. Das ist Askalon-Material. Passt sie auf, das ist alles randverseucht. Riecht es deswegen so seltsam? Das ist eine Lieferung mit Ebon-Vorhutrüstungen. Warum sowas? Verdammt, Luke, das ist Askalon durch. Ich weiß nicht. Ich denke, es macht keinen Sinn, diese Sachen mitzunehmen. Es fehlen auch einige Teile. Ich weiß nicht. Einige von den Separatisten vorhin hatten Handschuhe an mit einer Prägung von Ebon Falke. Oh, aufpassen! Ach. Tach. Oh. Geister! Da müssen sie schon härter zuschlagen. Ich verwende einen und lege ein Amulett drauf. Die Berührung war furchtbar unheimlich. Das ist. Du hast gerade eben Aua geschrieben, alles okay? Ja, alles okay. Ich habe mich sehr erschreckt. Er hat mich irgendwie berührt, aber ich glaube, passiert. Bald kannst du sagen, du kennst hier die Gegend am Geschmack vom Boden. Ja. No way. Gut. Also, wir haben Ebon-Vorhut-Ausrüstung und wir haben einige Papiere. Wir haben nicht eine einzige Zelle gefunden. Frau Feldwebel, es tut mir leid, dass ich euch derart Sorgen bereitet habe. No way, Hauptsache es ist jetzt vorbei. Man sollte ja ein bisschen halten, oder? Oder vielleicht könnte helfen. No, wenn wir jetzt haben. Unten waren noch ein paar Zelte, zu denen würde ich gerne. Wait. Wir werden noch ein wenig zurück in den Süden gehen. Dort sind einige Zelte. Okay. Natürlich. Chris. Vorsicht, Geister! Achtung, ach, da kommen noch. Oh no. Oh, so viele. Oh no. Oh. Oh. Ja, ich habe das Kämpfen auch gelernt, so wie du. Und nein, ich bin kein Char. Und es ist völlig egal, ob ich bin ein Char oder nicht. Schon. Schmerz für Schmerz. Oh. Die können doch nicht mal was von Phil und nicht Phil unterscheiden. Wo sind Madame Avio, Monsieur Luke und Madame Rihanna? Oh. Würdet ihr bitte mitkommen jetzt? Plötzlich tauchen hier wieder Geister auf. Hier ist dieser Rabe. Wir gehen jetzt in den Süden zu den Zelten. Da unten. Ist es euch möglich, ein bisschen schneller zu gehen? Ja. Ruhig, das wäre gut. Kannst du? Oh. So, da sind einer und Monsieur Kurok.
Ja, die halten uns hoffentlich den Rücken frei. Oh, hey. Da sind askalonische Geister. Oh, oh, up, ah. Oh, ja. Verdammt. Der alte Kniekehlentrick funktioniert bei Geistern wohl nicht so. Ah, aufpassen, da hinten kommt noch was. Ah, der will ja gleich. Hämmert das etwas. Die mit den Schilden sind besonders gut. Und du kommst zu mir. Seht ihr, wie die Essenz von innen weggeht? Wäre es nicht so schrecklich, wäre es wunderschön. Hier sind noch ein paar Kisten. Away, Kisten. Ist hier noch was? Wir sollten hier überall reinschauen. Wir können nicht alles mitnehmen. Oh, wahrscheinlich können wir nur Papier mitnehmen. Oh, wait, hier sind Fesseln. Ah, wait, hier liegen überall Seile. Zerschnitten und alles aufgewühlt. Warum? Also irgendjemand ist hier einmal gefangen genommen worden. Was suchen wir? No way. Ursprünglich hatte ich erwartet, Zellen hier zu finden. Aber nicht so, alles, was ich finde, ist Papierkram. Und falsche Fährte? Ich weiß es nicht, aber hier ist anscheinend irgendjemand gefangen gehalten worden. Hier an diesem Mittelstab. Hier liegen überall zerfaserte, durchgeschnittene Seilstücke. Da oben ist noch ein Zelt. Wo? Dort oben. Dort oben, way. Wie kommen wir hier rauf? Hier wahrscheinlich. Ja. Dort oben ist noch ein Zelt. Da pass auf, Geister! Geister! Luke! Oh! Hier geblieben! Nuss, nehmt mich doch wahr! Oh! Notfalls kreische ich euch an wie ein Char! Luke, komm her. Da ist auch noch eines mit Tischen und Zeltpapier. Nicht von den Geistern. Geradeaus. Oh, way, da! Das ist ein Planungszelt. Und. Ah. Seid standhaft. Habe ich das richtig gesehen? Hat er versucht, euch die Kraft abzuzapfen? Das kann er versuchen. Ein Tagebuch! Ein Tagebuch! Rihanna, kannst du das einpacken? Mach ich. Und Kartenmaterial. Und Dinge, um Karten zu vermessen. Sieht so aus, ja. Ja, sie müssen diese Gebiete hier relativ gut kennen, denke ich. Oh, lass mich das kurz überfliegen. Was? Verlegt zur weiteren Befragung. No! Was? Achtung! Achtung! Oh. Die Essenz mancher Geister. Oh. Wir müssen uns später darum kümmern. Aber ich fürchte, wir werden hier nichts finden. Nichts, was ich gesucht habe. No. Die Lager sind aufgegeben. Ich denke, wir können abschließend sagen, dass wer immer hier war, nicht mehr hier ist. Gut. Das Zelt dort oben saß nur Lebensmittel. Ui. Hier hatten wir ein Planungsfeld. Wir haben einige Notizen und Kartenmaterial gefunden. Gibt es irgendwelche Verletzte? Oh, mein Kopf dröhnt wie verrückt. Und ich habe einen kleinen Schnitt am Unterschenkel, aber der ist nicht weiter schlimm. Wir machen das draußen im Lazarett. Ich kratze aber nichts, was mich langsamer macht. Ui. Dann würde ich sagen, ich möchte auf jeden Fall jeden von Ihnen von Kopf bis Fuß aufgrund des Feindfeuers und der Kontakte, die wir hier haben, untersuchen. Dieser Ort fühlt sich scheußlich an. Ich möchte nicht, dass irgendjemand mit Feindfeuervergiftung hier diesen Ort verlässt. Geht's euch gut? Oje, alles in Ordnung. Gut. Wir sollten diesen unheiligen Ort verlassen. Ja, ich würde sagen, wir gehen oben rum. Hallo, aber wenigstens, dass die Salbe ein bisschen hilft. Und hallo, Rasta, grüß dich. Welche Salbe? Joschka. Die Salbe hilft. Hier, warte, Joschka. Ich stecke sie dir zurück in den Rucksack. Das ist ein Andenken an mich. Doch nicht, gleich erst. Oh, vorne raus. Da sind einige. Na, hier geblieben. Du kannst noch so lange dich hinter deinem... Aua! Hinter deinem Schild verstecken. Mit Hammer! Vorsichtig! Vorsichtig! Pass auf, Joschka. Nicht jetzt! Niemals!
Geister der Char steht uns bei. Mir geht's schlecht. Auch nicht schlecht. Das ist kein Feuer. Hinter uns. Oh weh. Untersuchen und mit Bandfläche sprechen. So. Damit das und jetzt würde ich sagen, jetzt raus hier. Kommt zurück, ganz schnell. Wir nehmen jetzt die Beine in die Hände. Schwingt die Hufe, als wenn euch der Schweif brennt. Oh. Nächste. Oh, Hilfe. Oh, wenn ihr einmal kurz nachdrücken könntet. So. Komm. Warte, Wolken. Ja, es geht schon. Meine Hand? Soll ich mich stützen, Feldwebel? No, es geht schon. Wollt ihr vielleicht irgendwas gegen die Schmerzen? No, alles in Ordnung. Das können wir alles, das können wir alles unten machen. Ein Schmerzlindernd. Gebet ist nie zu wenig Zeit. So, alle durch. Merci. Alle wieder oben. Am besten hören einer von, aus. Er weiß, wo es hier lang geht. Oh, wait. Folgt nachher, er weiß es auch. Gehen wir bei den Baum wieder runter, oder? Einen Baum? Sind wirklich alle da? Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl. Aua, nicht so rennen, Felice. Das ist nicht gut. Oh. Alles gut? Alles in Ordnung. Ich hatte ein ungutes Gefühl, dass wir vielleicht haben jemanden verloren, aber no. Alles gut. Ah, gut, wo geht es runter? Da vorne am Baum ist noch ein Seil. Naja, Spinnenseil. Ich hätte zu Not auch noch ein normales Seil dabei. Das ist vielleicht ein bisschen. Könnt ihr da runterklettern? Schafft ihr das mit dem Seil? Hier? Das Netz hier über dem Zelt hält wahrscheinlich. Ach komm, ich schieße schnell eins runter. Finn, mach das mal da unten fest. Und da in dem Netz landen kann. Und sonst nehmt das Seil hier. Oh, hier vorne ist ein Seil. Ja. Am Baum hängt auch eins. Nach euch, Monsieur Calvin. Ich werde so hinunterklettern. Oh. Soll ich mich? Oh, au! Oh. 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 Hab ich dich. Merci. Ah! Na gut, dann gehe ich als nächstes. Alter, für Schönheit. Hm. Was ist passiert? Autsch. Oui, Monsieur Kurok sagt es. Autsch. Aber nicht so dramatisch ist. Heile angekommen. Ich hoffe. Dramatischer ist das. Es war beinahe ein Reinfall. Vielleicht hat das letzte Zelt, das wir durchforstet haben, das Ganze zu einer erfolgreichen Aktion gemacht. Aber momentan fühlt es sich nicht so an. Wir haben immerhin keine menschlichen Leichen gefunden. No, das haben egal wir nicht. Egal von wem. Naja, und keine Zellen, von denen ich erwartet hatte, sich zu finden. Sind die jetzt alle hier unten? Soweit ich das sehe, ja. Okay, dann werde ich mich eben zu Madame Ave begeben. Können Sie mir die Salbe? Ja, okay, hier ist die Salbe. Wie gesagt, sie behandelt nicht, sie kühlt nur. Ja. Ich glaube, das hat wenigstens geholfen. Gut. Das sieht nicht. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich brauche was zu trinken. Oh, wait, da bin ich. Sind Sie bereit für eine Untersuchung? Oh, wait, da bin ich. Gut. Blut, Fieber messen? Wo soll ich hier? Bleibt sie einfach hier stehen. Einfach erstmal am Stehen. So, die Hände sehen gut aus. Sie hatten ein Schnitt angesagt. Oh, wait, ja, ein bisschen Blut läuft oben aus dem Stiefel. Mhm. Werden wir gleich, auf jeden Fall. Wollen Sie sich neben Rihanna auf eine der Matten legen, dass wir das kontrollieren können? Ui. Können Sie wohl die Stiefel ausziehen? Also kein Fieber oder dergleichen. Ja. Rihanna. Hier ist einmal kurz. Das erste Zeichen einer Fangfeuerinfektion, deshalb das immer zuerst messen. Ah, meine Waffen ablegen. Ja, bitte.
kannst schon mal ihre Wunde versorgen. Ja. Einmal Schild ablegen. Ich würde einen leichten Heilmagie verwenden und dann bräuchten wir einen stabilen Verband. Und. So. So. Ich werde einmal vorsichtig die Schnalle am Stiefel öffnen. Genau. Ha! Ich schaue es kurz an. Würden Sie bei dem Ziehen helfen? Vorsichtig beim Ausziehen? So. Sieht doch gut aus. Wägen Sie bitte mal Ihre Zehen vor der Wolfen? Ja. Geht, glaube ich, ja. Okay. Mhm. Auftreten konnten Sie ja noch, aber lag es daran, dass Sie einen Stiefel trugen oder liegt es eher daran, dass es. Oder mehr am Schnitt? Irgendwo, das ist unten am Knöchel, weh. Nur unter den Füßen tut es nicht weh. Gut. Dann würde ich sagen, ein wenig Heilmagie. Das ist keine Feinfeuerletzung, sondern eine normale Schnittschussverletzung. Die sollte gut aussehen, wenn wir ein bisschen mit Magie nachhelfen und dann eben. Herr Joschka, würden Sie dann einen festen Verband mit Heilkräutern hinzufügen? Natürlich. Danke. Bei der Magie kann ich halt überhaupt nicht helfen. Ja, das machen wir. Luke, bereit? Ja. So, es sollte dem Schwind Heilung ein wenig beschleunigen. Und, Herr Joschka, bitte einen festen Verband und ruhig noch ein wenig mit Alkohol die Fläche drumherum säubern, damit kein weiterer Staub und Schweiß hinzukommt. Das wird wehtun, kein Augenblick. 3, 2 und Hepp. Dann sehe ich mich mal an, Rihanna. Das ist alles okay. Warte, Wolfen, wollen Sie Ihre Stiefel noch eine Weile ausziehen lassen? Ich lasse sie jetzt noch aus. Hier ist das. Aber kein Anzeichen. Der Boden ja sandig und wave. Wir haben warm. Das hat ja Arno ja gesagt, nicht wahr? Merci, danke schön. Ich werde euch aber ein bisschen Desinfektionsmittel. Möchtet ihr noch etwas zu essen oder zu trinken haben? Könnt ihr vielleicht noch meine Schläfe gucken? Okay, die Klamotten. Ich habe vorhin einen sehr festen Schlag auf den Schild bekommen und der Schild ist dabei gegen meinen Kopf gestoßen. Ich habe einige Sekunden lang das Bewusstsein verloren. Ich habe hier auf dem Feld eine kühlende Salbe gegeben. Warum musst du was immer meinem Finger? Ja. Dafür, dass es nicht entzündet. Selbst der kalte Kratzer kann töten. Okay, die Augen sehen gut aus. Keine Veränderung in der Pupillengröße. Die bewegen sich gleichmäßig. Wie viele Finger zeige ich hoch? Mach einfach die Augen zu. 3. Sehr gut. Okay. Ist auf jeden Fall eine kräftige Beule am Schädel. Ich sehe keine Austretung. Ich lege kurz ein Stück. Die blauen Flecken, wie sehr tun sie euch weh? Ich habe auf dem Feld schnell eine kühlende Salbe gegeben, wenn man nicht wurden. Es ist kein Blut, kein Fettrand und das Blut, da oben hat sich alles so chaotisch angefühlt. Der Schädel ist also intakt. Was ist mit dir passiert? Wir reden hier wirklich von einer oberflächlichen Prellung. Da hilft jetzt ein Kochbeutel Eis. Das hat mich ein bisschen verunsichert. Aha. Und, Dass wir wohl noch ein bisschen warten müssen, bis wir in Ebrungsfalke sind. Ich würde keinen Helm in den nächsten Tagen empfehlen. Du bist auf einmal losgelaufen. Weil das Gleichgewicht sehr schnell davon beeinflusst ist. Aber ich würde ihm kurz ein wenig Eismagie. Das ermöglicht mich zwar, aber das wird helfen. Die blauen Merci. Die kühlt ein wenig. So. Oh. So, das kühlt jetzt gerade kräftig, aber ja. Aber das fühlt sich sehr gut an. Der erste Fleck wird jetzt behandelt. Erst recht, das hier ist so heiß. Ja, ich habe auch unglaublich Kopfweh. Wenn Sie anfangen doppelt zu sehen, wenn Sie stärkere Kopfschmerzen bekommen, Gleichgewichtsverlust, Kribbeln in den Händen, Rückenschmerzen oder etwas anderes, bitte sofort sich an einen von uns Heilern wenden. Oh, das mache ich sofort. Und das ist schlafen, vielleicht beruhigt sich dann mein Kopf auch. Textrollen geben zum Lesen. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal Meldung machen, denjenigen, die nicht direkt dabei waren, was passiert ist. Das wird mich bestimmt gut ablenken. Gut. Merci. Dann, Herrn Joschka, dann würde ich Sie kurz untersuchen, aufgrund von vorhin, weil Sie waren ein bisschen sehr nah an dem Ganzen. Ja, aber mir geht's eigentlich ganz gut. Ich habe nur unglaublich Kopfweh. Joschka, du musst das dir gehen lassen. Ich sehe aber ein leichtes Glimm. Merkst du den Wind, Luke? Merkst du die Veränderung? Ich warte. Ich spüre leicht Temperatur. Feinfeuer. Es kann Feinfeuer sein, aber... Okay, Avi, ihr seid ja, glaube ich, eher die Expertin.
Eine leichte Verbrennung ist auf jeden Fall vorhanden. Ja, ja, ich war vielleicht ein bisschen überreifig. Ja, leichte Brühe mit Feindfeuer können dann trotzdem leichte Probleme mit Geistern in Zukunft verursachen. Ihr solltet auf jeden Fall vorsichtiger sein im Umgang mit diesen. Toll, ist aber schon mal noch irgendwelche Bücher gefunden, die ganz interessant waren. Auch irgendwie wird man sich immer finden. Madame Isabella, vielen Dank, dass ihr habt das Artilleriefeuer übernommen. Was hat sie wohl gesucht? Ich glaube, das hat sehr gut aufgeräumt in diesem in diesem Talkessel. Ich habe sie gerade auch schon gelobt. Okay, wirklich? Das muss natürlich. Ich sagen. Die soll mir ein bisschen beibringen. Könnte ich gut gebrauchen. Kann ich gerne machen. Ein großer Schar und große Maschinen. Das bewundert mich jetzt gar nicht. Okay, danke schön. Ich werde gleich nochmal alle, sofern alle Verletzungen versorgt wurden, zusammenrufen. Ja, natürlich. Monsieur Calvin, ja, vielen herzlichen Dank für die Rückendeckung, die er von oben hat gegeben. Wenn ihr meint. Oh, ich setz mich mal hier so. Vielen herzlichen Dank für die Rückendeckung, die ihr habt gegeben. Und für die starken Hände rechts und links von mir. Ersteres war einiges an Arbeit. Sie hat wohl gedacht, sie könnte die Chance jetzt nutzen und der Schneise, die ihr geschlagen habt, hinterherrennen. Falsch gedacht. Vor allen Dingen, die Geister kommen zurück. Oh. Egal, wie oft man sie tötet. Ich schätze, deswegen haben sie sich so beeilt. Tja. Wir waren schneller. Und sich einen blutigen Schädel geholt. Mhm. Hui, Moment, ich sammle kurz meine Gedanken. Irgendwie war es völlig anders, als ich es habe erwartet. Von Anfang an war dort überhaupt gar keine Höhle. Es war alles unbedacht, deswegen war ich mir sehr unsicher, ob wir überhaupt sind richtig. Und alles, was wir gefunden haben, waren einzelne versprengte und sehr verängstigte Separatisten, die uns quasi in die Arme gelaufen sind, teilweise auf der Flucht vor Geistern, Wayne. Oder vielleicht vor dem Bombardement, was ihr auf sie habt herunterregnen lassen. Am Anfang haben wir nichts anderes gefunden als eine etwas größere verschlossene Truhe, die Monsieur Naha für uns geknackt hat. Und die Dokumente dort drin haben wir mitgenommen. Später, benötigt da einen Hinweis. Okay. Später, als wir waren auf dem offenen Feld, haben wir festgestellt, dass tatsächlich wohl die Separatisten haben diese Unterstände aufgebaut. Dort gab es nochmal Truhen am Planungstisch mit unterschiedlichen Dokumenten und Karten. Auch dort haben wir einiges mitgenommen. Erstaunlich viele Kisten waren dort mit Versorgungsmaterial der Ebon-Vorhut. Ich weiß nicht, wie das ist zu deuten, aber ich hoffe, dass die Schriften dort drinnen uns Aufschluss geben, warum all dieses Zeug war da. Aber es gab keine Zellen. Es gab einen einzigen Unterstand, an dem ich aufgeschnittene Fesseln finden konnte. Sagen wir so, im Optimalfall wurde das Zeug gestohlen. Im Optimalfall. Ach, aber es lagen keine von den Sachen der Ebon vor Hut herum. Sie waren alle verschlossen. In Kisten, in Truhen. Hm. Schauen wir mal. Na, Kiste transportiert man einfacher als Lose. Erstversorgung geht vor. Ja, andererseits, ein Wagen oder so habe ich nicht gesehen. No, ich auch nicht. Ach, sie ist mit dem Wagen hin? Das war wohl der Grund, warum sie so sehr daran interessiert waren. Ich würde gerne einfach frühzeitig diese Sachen bannen. Die wären euch schön in den Rücken gefallen. Sie waren ganz versessen drauf, die Bresche auszunutzen. Mhm. Ja. Oder dann würden diese ganzen Unterlagen wohl wichtig gewesen sein. Mhm. Vermutlich, wenn sie so dringend dran wollten. Ich weiß es nicht. Habe ich nicht einen mit einer Fackel gesehen, der auf das Zeug zustürmte? Vielleicht habe ich ihn falsch interpretiert und der wollte das Zeug niederbrennen. Ich weiß es nicht. Hm, möglich. Beweise. Okay.
Soll ich vielleicht noch auf euch einwirken? Es gibt ja eine Wegmarke. Ich denke, Schaden tut es nicht, obwohl ich keinen Kontakt wir werden habe. Über diese Wegmarke zurückreisen. Ich werde die Kosten jedem Einzelnen für diesen Port erstatten. Wartet mal ab. Hm? Was ich denn? Ich bin mal mit ein paar Leuten. Ja. Und gucken Sie mal, da kommen denn mal ein paar Rani, die kennen wir uns nicht. Vielleicht mal starten für die Untersuchung. Ich glaube, da lässt wieder einer seine Muskeln und seinen Charme spielen. Mich wundert es, dass sie bei Fräulein nicht an den Baum hochgegangen ist. Naja. Aber es ist wenigstens glimpflich davongegangen. Allerdings, und damit hätte ich nicht gerechnet, hat sich Monsieur Luke irgendwie aber beeinflussen lassen von den askalonischen Geistern. Hä? Aha. Na ja. Damit hätte ich auch nicht gerechnet. Der sagte, der schrie plötzlich irgendwas von, oh, es zieht mich nach vorne, es zieht mich nach vorne und rannte nach vorne. Hm. Ich habe ihm hinterher rechts und links eine runtergehauen, dass er wieder wurde wach. Ich habe eine Ausbildung gegen Geister, also da ist es nicht so. Es wäre mir jetzt neu, dass sie irgendwie jemanden übernehmen, aber ich habe, was das angeht, auch zum Glück keine Erfahrungen. Mhm, Dito. Ich auch nicht. Insbesondere, da ich das Gefühl habe, dass sie uns alle als Char wahrnehmen. Wir sind in der Zeit gefangen, wo sie gestorben sind, und dann sehen die nichts anderes. Deswegen sagte ich ja, die kennen weder Freund noch Feind. Mhm. Den könnte man selbst einen Skrit vorwerfen und die würden ihn für einen Char halten. Ich glaube, Madame Corissa braucht ein bisschen Nachhilfe im Gleichgewicht. Ich sag doch, wenn die so weitermacht, erkennt die Gegend hier am Geschmack. Ui. Madame Raniwe. Moment. Also. Es kommt ein kleiner Trupp von den Leuten hier, die zurück zur Kommandostelle geschickt werden. Und, naja, wir können mit. Lass mich raten, du hast gesagt, der Truppe ist doppelt so groß. Naja, ich war ja mal bei der Blutlegion. Wenn das die Verwaltung mitkriegt. Was sollen die sich doch den Kopf zerbrechen? Hab ihnen gesagt, wir haben den Separatisten hier in der Gegend einfach die Nase gegeben. Haben geholfen. Als Dankeschön dürfen wir uns sonst die Wegmarke bei der Kommandostelle nutzen. Oh, merci. Das ist sehr nett. Warte mal. Ich brauche Verstärkung. Hm? Aber ich kann da jetzt nicht... Oh, dann Madame die Nase zu tief. Die scheint wirklich ein Unglücksfell zu haben. Sie war nicht besonders begeistert, als ich sie Welpe nannte, aber es tut mir leid. So sehr, wie sie so tief über den Boden kriecht, scheint sie mir nicht besonders ausgewachsen zu sein. Wie auch immer. Ich sag, die kennt bald wirklich den Geschmack hier. Ups. Brauch neue Schuhe. Ach ja, der Trupp wird ungefähr in 5 Minuten transportiert. Was schon in 5 Minuten? Ja. Das wäre die Wahl. No way, dann. Braucht noch Zeit. Bisschen ausruhen noch? No. Es geht schon. Ausruhen können wir uns mit Sicherheit bei der Zeit. Holle eben wieder meine Stiefel. Moment. Wie wäre es, wenn du einfach wartest? Ich sag mal, du hast sie abgestellt. Dort vorne, unter dem Zelt. Genau, trag sie, das ist einfacher. Wo? Gibt dir den anderen Bescheid? Unser Spezialist. Oh. Gott, was für krass dünne Beinchen.
Felice in dieser Hose hat. Einmal Stiefel. Oh, merci. Danke. Moment, ich zieh die wieder an. Verdammt, ich hab's jetzt vergessen. So, da hat bestimmt sehr viel Erfahrung gehabt. Na komm, lass dir hochhelfen. Oh, wait, Moment. Die Waffen noch. Warte, merci. Danke. Es geht schon. Wo hat er denn studiert? Ah, dann werde ich mal allen sagen, dass wir weiter... Du bleibst hier sitzen. Dann geh mal allen sagen, dass wir in 5 Minuten ausbrechen. Aufbrechen. Oh. Ich kenne einen Ingenieur, der sehr gut die ist. Die Sprache leitet schon. Zum einen wir wollen ausbrechen. Das verlangte Feuer. Und zum anderen, in 5 Minuten könnten wir die Wegmarke hier nutzen mit einem Trupp der Char. Wer es zurückreisen möchte, hätte hier eine Gelegenheit. Oh, das ist perfekt. Ich werde mal wieder zum Gipfelspitzen gehen müssen. Einiges zu tun. Monsieur Kurok? Ja. Ich bin gerade nicht ganz gut zu Fuß. Könntet ihr vielleicht Madame Corissa auch hier zu uns bitten, damit ich noch ein paar Worte spreche? Na, natürlich kann ich machen. Merci. Oh, belastet euch nicht so sehr. Alles gut. Vielleicht kommen wir einmal ganz kurz hier zusammen, wenn sowieso schon so viele hier stehen. Du kannst mir das Ding auch geben. Ich steck's mir selber in den Mund. Da gehört's doch hin. Wir nutzen die Handfläche für die wir müssen. Keine unhygienischen Sachen vor Ort. Was tut ihr da? Einfach nur Fieber messen und dann Server, wie bei jedem anderen auch. Ich spüre keine Temperatur. Gut, das ist sehr gut. Genau, keine Temperatur, der Patient ist tot. Keine erhöhte Temperatur. Feinfeuer weist dich als erstes in Fieber aus. Also Norm haben bestimmt sowieso eine erhöhte Temperatur. Ja, aber für Norm keine ungewöhnliche Temperatur. Nun, vielen Dank. Ja. Keine Brandverletzungen, keine Schrammen, keine Blessuren, kein ungeknickten Knöchel. Er läuft normal, er steht gerade. Was ist mit Madame Corissa? Na, sie hat anscheinend Kopfschmerzen. Oh, Kopfschmerzen, gut. Aber sie wollte sich keinen Bandzauber unterziehen lassen. Ja. Genauso wie Fräulein Rani sich einer jeglicher medizinischen Untersuchung verweigert hat. Aber wie gesagt, der Brief an ihren Tribun ist kein Problem. Schreibe ich gern. Corissa hat sich nur einen echt blöden Ort ausgesucht, um AFK zu gehen, weil sie da nämlich die ganze Zeit umgekickt wird. Sie macht das. Ja. Wie geil. Als wenn Ridlock Grimstone es wagen würde, mir etwas zu befehlen. Ach, der schuldet mir noch ein Wein. Das, das ist wirklich kein Problem, das kann ich ihm ja gut, wenn Madame Corissa gerade ist unabkömmlich, möchte ich ganz kurz noch einmal um euer Gehör bitten, bitte. Dann kann ich mal in mein Lager einzuräumen. Auch, Madame Avur, vielleicht lasst ihr mich vorher noch Dank sagen für die Dienste, die ihr jetzt hier habt geleistet und auch vorhin in der Schlucht bei den Separatisten und den Geistern. Vielen herzlichen Dank, jeder von uns schuldet den euch. Merci. Und auch Dankeschön für alles, was ihr für die Char hier tut. Wohl wahr. Okay. An alle anderen, die den weiten Weg auf sich genommen haben, um hierher zu kommen und dieses Unterfangen mit uns zu bestreiten, merci, vielen herzlichen Dank. Ihr wusstet alle, worauf ihr euch einlasst und trotzdem seid ihr gekommen. Dafür schon einmal danke. Und auch wenn es momentan nicht den Eindruck macht, als wäre unsere Reise von großem Erfolg gekrönt. Wir haben einiges an Schriftstücken und Materialien mitgenommen, die es jetzt für uns zu sichten gilt. Und ich bin eigentlich sehr guter Hoffnung, dass wir irgendetwas finden werden, um den Separatisten hier das Handwerk zu lernen. Vielen Dank, dass ihr euch alle habt umeinander gekümmert, keinen zurückgelassen habt, um eure starke Feuerhand und eure starke Waffenhand. Vielen Dank auch an Monsieur Naha für den Guide hierher. Hm. Wie gesagt, das sind jetzt schon 2 Bier. Mhm. Die wird es geben, keine Sorge. Und ansonsten, wie bereits
an euer Ohr gedrungen sein sollte, in wenigen Minuten wird es einen Trupp geben. Und wir können zurückreisen. Wer natürlich hier bleiben möchte, dem ist das freigestellt. Madame Ave war ja schon hier. Ja, ich muss mein Lazarett noch wieder einpacken. Mhm. Ich werde ja mit den Scherbe sprechen, was sie noch an Informationen brauchen und die nächsten Heilinger schicken für weitere Hilfe. Ah, Corissa ist auch da. Das ist gut. Ave, werdet ihr Hilfe brauchen? Wenn ihr wünscht, wir müssten nicht. Ja. Wieder. Einfach nur einräumen. Moment. Ja. Okay, gut. Dann, ich werde zurückreisen. mit den ganzen Unterlagen. Rihanna, ich weiß nicht, ob du möchtest dabei sein, wenn ich die Sachen sichte. Vielleicht kann ich helfen. Okay. Das wäre schön, dann wirst du mitgehen nach Ebon, Falke. Sowieso. Ah, okay. Wie war das jetzt, Madame Rani? Es wird einen Trupp wohin geben und von wo können wir aus die Wegmarke benutzen, von der Kommandostelle aus wieder? Das ist richtig. Ah, okay. Gut, dann werden wir also wahrscheinlich den gleichen Weg zurücknehmen. Also von der Wegmarke hier können wir direkt zur Kommandostelle. Ah, okay. Und von dort aus werden wir dann zurückreisen nach Ebon Falke. Oder wohin auch immer ihr wollt. Die Kosten werden euch wie auch die Hinreise natürlich erstattet, sodass niemand eine lange Karawane auf sich nehmen muss. Oh, da spare ich mir ja viel Zeit. Okay, dann sage ich Dankeschön. Und dann alle, ich nicht in Ebon Falke wiedersehen werde, auf ein Wiedersehen, ein baldiges, ein hoffentlich erfreulicheres. Wenn es gegen Separatisten geht, jederzeit. Wahrscheinlich früher, als ihr denkt. Immer gerne. Wenn es ein paar Schädel zu spalten geht. Und beim nächsten Mal bringe ich wahrscheinlich gleich 3 Bier mit, ha? Okay. Monsieur Naha. Vielleicht ein ganzes Fass. Wäre auch nicht so schlecht. Etwas zu feiern gibt es immer. Na gut, dann. Dann wollen wir. Wollen wir. Glaub doch einfach, dass du schläfst hinter dem Helm. Pia war gar nicht in deiner Nähe am letzten. Ey, was machst du denn heute Abend? Kids? Ja. Sorg nur dafür, dass ich nicht schlafe. Ich habe eine beste Idee, bevor es losgeht. Schau mal. Ich weiß. Ich hab den schon. Der hat sogar ein Fleischbällchen gegessen von mir. Der Mops. Deswegen turnt er hier rum. Aha. Ich habe vorhin, als wir gewartet haben, dass ihr das Ganze ausspäht, haben wir hier einen Korb mit Fleischbällchen hingestellt. Da war der ganz schnell da. Ganz schnell wieder weg. Du kannst das Buch hier erweitern, wie man Moas erzieht. Mit Fleischbällchen, wey. Ja. Nun, es scheint hier loszugehen. Dann... Na dann, ab zur Kommandostelle. Und weiter. Auf nach Ebon Falke. Oder möchtest du gleich nach Götterfels? Eine gute Reise. Danke ebenfalls. Wo geht ihr jetzt hin, Monsieur Kurok? Ah, ich gehe zur Kipfelspitze. Das ist in der Nähe von Ebon Falke. Ah, wait. Na dann. Man sieht sich. Lasst es euch gut gehen. Monsieur Naha, ich werde es nicht vergessen. Gute Reise. Viel Spaß. Dankeschön. Bitte, ich brauche eure Hilfe.
wieder her.